Ihr Lieben, bisschen Autoland. Auf geht's. Wie gesagt, wir gucken uns schon ein bisschen was an, aber man kann Autoland, nur um es vorwegzunehmen, man kann Autoland in einer unendlichen epischen Breite, es glaubt ihr nicht, was man da alles besprechen kann. Also das ist wirklich krass. Man kann das in einer Breite besprechen. Gucken wir uns doch mal die Berge ein bisschen an. So, vielleicht. Man kann das in einer epischen Breite besprechen, die dann, das würde den Rahmen sprengen. Also das ist, das nervt mich auch, weil davon wirklich relativ viel keine Relevanz hat. Aber nichtsdestotrotz, Autoland, a brief introduction into hand-free landings bei Riva. Und nur, weil man die Kontrolle quasi an den Computer gibt. Genau, Marcel. Wo ist das im Auto? Wo ist das Auto im Flugzeug, das wir zum Landen benötigen? Das Auto im Flugzeug? Was ist eine Autoland? Habt ihr ja quasi gerade selber schon gesagt, ne Marcel? Also ein Autoland, nichts anderes als eine automatische Landung. Der Autopilot und das Autothrust-System übernehmen quasi die Landung für uns. Hab hier mir ein sehr schönes Bild gebastelt. Genau so kann man das nämlich sehen. Theoretisch könnte man nämlich so landen, weil man muss ja nichts an den Controls machen. Der Flüger macht das ja vollständig von alleine. Gerade noch rechtzeitig zum Tutorial. Ist so, Yazili. Ist so. Was ist da los, S-Corporation? Herzlich willkommen. Frohe Ostern wünsche ich euch noch an alle, die dazugekommen sind. Fragen, Matki, machen wir später. Dem Lenker nach ist das Fahrrad ein Embryo. Piu, sehr, sehr geil. Laut SCVO muss eine Hand am Lenker sein. Ja. Laut Autoland müssen auch beide Hände an den Controls sein, obwohl wir das nicht machen müssen. Wie hoch ist die maximale Seitenkomponente bei Autoland? Technofly, kommen wir noch drauf. Haben wir mit drin die Information, wenn es soweit ist. Genau. Also, wenn Autolands so cool sind, warum machen wir denn nicht immer Autolands? Wer hat da einen Punkt, der relevant sein könnte? Warum machen wir, wenn das Flugzeug das doch kann, warum machen wir nicht immer eine Autoland? Warum landen wir von Hand? Skier, Spaß. Hallöchen, mein Guter. Weil die Lizenz sonst verfällt. Zum Üben, Spaß. Faulheit. Faulheit. Faulheit ist schon eher ein Grund als Spaß, ja. Autoland knallt ganz schön. Oh, muss es nicht, das kommt drauf an. Weil es geiler ist. Ja, stimmt. Beide Hände am Stick. Immer jung to you. Mann, damit man die Landung im Ernstfall auch selbst kann. Okay, okay. Übung, falls Autoland ausfällt. Starker Wind. Starker Wind könnte wirklich ein Grund sein. Also wenn der Wind zu groß ist zum Beispiel. Taxicard 2-3 Holding Point. Genau, was Christian sagt, das ist ein Riesengrund. Grund 1, warum wir es nicht immer machen, ist, der Airport muss auch eine Menge für uns tun, wenn Lovis in Use ist. Was genau das sein wird, gucken wir uns später an. Nicht jedes ILS unterstützt Autoland. In dem Zusammenhang, was ist denn, wenn der Flughafen gar kein ILS hat? Luca, genauso wie du sagst, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum nicht immer Autoland, wenn der Flughafen kein ILS hat? So wie wir gerade den Anflug gemacht haben, der Flughafen von Tibet hat gar kein ILS. Kein ILS, kein Autoland. Also hätten wir auch da dann schon mal ein Problem. Genau. Und warum machen wir das nicht immer? Crew Qualified. Logisch. Wie funktioniert das? Ganz einfach umrissen. ILS führt den Flieger bis zum Boden und der Autopilot fliegt einfach stumpf dem ILS nach. Genau genommen führt das Flugzeug uns nicht nur auf dem Boden, es führt uns auch noch am Boden. Das vergisst man gerne, wenn man eine Autoland macht und gelandet ist. Der Autopilot ist trotzdem noch an. Ne? Also das heißt, sogar auf dem Boden lenkt der Autopilot den Flieger noch. Das kann er über den Localizer. Ja, er fliegt wirklich einfach dem Localizer hinterher oder rollt dem Localizer hinterher. Und das kann er auch am Boden noch. Deswegen muss der Localizer immer hinter unserer Landebahn stehen. Ganz wichtig, sonst ginge das ja nicht. Der Computer kann nicht so viele Komponenten in der Umwelt wahrnehmen wie der Mensch. Ja, er kann Sachen besser, Sachen schlechter. Bis zum Geht? Nein, nur auf der Bahn. Nur auf der Bahn. Endlich mal Centerline mit Autoland. Ja, endlich mal auf der Centerline. Siehst du, habe ich das auch wieder überlesen. Nein, nicht bis zum Gate Emotion Fan, nur auf der Bahn. Wir müssen dann quasi auf der Bahn den Autopiloten ausmachen. Und wenn wir dann eine sichere SIM-Disconnected sich der Autopilot. Ja, aber ganz, ganz langsam. Also bei mir bleibt er an. Probieren wir nachher eh nochmal.
Das mit der Führung per ILS zum Boden ist im Flugsimulator aber auch so eine Sache, wie der Gleitsub. Genau, das liegt ja aber nicht am Flugsimulator, sondern daran, wie der Gleitsub dann ist, ne? Das wäre Autotaxi, genau. Genau! Das geht nur mit einem ILS-Signal, logisch. Kann mir vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft auch irgendwann mal so eine Art GPS-Autolens oder sowas kommen könnten. Zurzeit braucht man immer noch was vom Boden. Also ein Signal vom Boden, damit die Autolens funktioniert. Genau, warum machen wir denn überhaupt Autolens? Wann brauchen wir denn auf jeden Fall eine Autoland? Was ist so der Normalfall, wann wir denn ein Autoland machen? Martin, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, herzlich willkommen und frohe Ostertage. Affe, keine Sicht. Schlechte Sicht bei schlechter Sicht, genau so ist es. Bogoing geht wohl unter anderem deshalb der Autospeed nicht unter 100 Knoten, weil die Piloten sonst fürs Taxi missbraucht haben. Über 100 Knoten, wobei ja. GLS gibt es da schon. Ja, GLS ist ja aber, das ist ja kein Vorteil. Also wenn du trotzdem eine Bodenstation brauchst, hast du ja gegenüber ILS keinen Vorteil. Ne? Also man bräuchte ja wirklich sowas mit GPS, dass du sozusagen keine Bodenstation mehr brauchst. Sowas gemeint. Keine Sicht, starker Wind. Keine Sicht und starker Wind wird quasi nie vorkommen. Also die Kombination starker Wind und keine Sicht wird never ever vorkommen. Also extrem selten. Ganz, ganz, ganz selten. Also nur, wenn du sehr hohe AirPods hast und irgendeine Wolke da drüber geweht wird. Aber normalerweise hast du bei schlechten Sichten keinen Wind. Ne? Weil Nebel, sonst würde der Nebel ja verblasen werden. Also Nebel, kein Wind. Das hat man sehr selten und wir dürfen bei Nacht... Nacht hat nichts damit zu tun. Tag und Nacht hat nichts mit Autolens zu tun. Hab den Beistrich vergessen. Ah ja, aber starker Wind, auch keine Autolens. Das werden wir noch sehen. Unsere maximale Crosswind-Component mit Autolens ist deutlich kleiner als ohne. Bodenstation, aber nicht mehr lokal an der Runway. Oder liege ich falsch? Ich habe keine Ahnung, wo die beim GLS stehen. Aber du hast noch ein Bodensignal auf jeden Fall. Das heißt, irgendwo musst du stehen, aber das weiß ich nicht. Ist auch nicht mein Thema und ist mir auch egal gerade. Also, warum machen wir die Autoland? Sichten reichen nicht mehr aus, um von Hand zu landen. Wie müssen die Sichten sein, damit wir noch von Hand landen können? Beide Piloten out of order. Oh ja, Zili, jetzt geht das wieder los. Ja, beide Piloten out of order. Ist das überhaupt schon passiert? Dass noch Leute dann da waren? Die Frage ist ja immer, wie kommst du dann ins Cockpit? Naja, bei sehr schlechter Sicht, genau, bei minimalen nicht visualisiert haben. Sergeant, genau so trifft es. Sowas passiert immer nur im Film, oder? Wenn beide Fisch gegessen haben. Genau, also was ist unsere Minimumsicht, was wir noch von Hand landen dürfen? 200 Fuß vertikale Sicht und 550 Meter AVR. Was das ist, klären wir auch gleich noch. Wichtig mit Flight Director. Wenn der Flight Director auch aus irgendeinem Grund nicht geht, brauchen wir 750 Meter. Also Raw Data zum Beispiel. Video, guter Hinweis, ich wollte euch ein Video zeigen. Siehst du, gut, dass ich mir das so brav aussteige. Gucken wir uns mal an, wie so eine Autoland aussieht. 400. Gucken wir uns mal eine Autoland an. Wie sieht denn eine Autoland überhaupt so im Cockpit aus? Und das ist noch eine relativ entspannte. Jetzt sieht man die Approach Lights schon. Das ist jetzt ein 200 Fuß. Also das ist eine relativ entspannte Autoland tatsächlich. Weil man sieht ja jetzt schon die Approach Lights und so weiter. Aber... 50, 40, 30, 20, 10, retard. Oop. Da sitzt er. Genau, so sieht das Ganze aus. Es fühlt sich tatsächlich, die erste Autoland draußen im Flieger fühlt sich ein bisschen komisch an, weil man wirklich, gerade jetzt zur Nacht sieht man es noch extremer, du siehst halt nichts, ne? Du siehst nicht, wo du landest. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, man sieht einfach nichts und muss nur dem System vertrauen, dass man dann da bitte landet. Richtig, richtig krasse Autolands hat man, so eben habt ihr ja gesehen, dass man so 200 Fuß hat man die Approach Lights gesehen. Und das war noch relativ weit oben. Also ich kenne wirklich Autolens, da setzen die Räder auf und dann fängst du erst an, die Runway Centerline Lights durch die durchzuzischen. Also das
Ist schon krass. Bei Nacht sieht man es besser. Man sieht nichts. Ja, die Lichter sieht man besser, ne? Wenn das mit dem Autoland jemand O'Leary bezieht, schafft der ASAP die Piloten ab. Ach Quatsch. Seit wann gibt es die Möglichkeit mit Autoland? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich nicht recherchiert. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob die schon im Auslieferungs... Aber Autolands gibt es schon ewig. Autolands gibt es schon ewig. Ja, Autolands gibt es schon ewig. Also A320 auf jeden Fall mit Auslieferung. Also, wann war das? 88. Und, also der A320, genau, deswegen mit Auslieferung. Und die davor wirklich seit Ewigkeiten. Genau. Also seit Ewigkeiten. Deswegen sieht man auch, wie alt die Technik ist denn eigentlich, ne? Also wenn es jetzt wirklich angenommen ist, ist seit den 60ern, dann ist es 60 Jahre alt. Das ist halt schon krass. Genau. Gut. Vertical Visibility versus AVR. Das sind so unsere beiden hauptsächlichen Dinge, woran wir das quasi ausmachen, die unsere Capability von der Autoland bestimmen. Vertical Visibility gar nicht mal so sehr. Eher die AVR. Was ist was? Fangen wir mit der AVR an, weil das der abstraktere Begriff ist auf den ersten Blick. Das ist die Runway Visual Range. Sagt uns also, wie weit können wir in der Ebene gucken? Ganz stumpf. Weiß jemand, wie diese Geräte heißen, die wir hier sehen? Es wird immer am Flughafen gemessen, wie die AVR gerade ist. Blitzer, AVR-Messer. Das sind dieselben wie in den Tunneln. Das sind keine Blitzer. Gerät. Periskope. Cut-Tracker. Lichtschranke. Ein Transmissiometer ist das. Schöner Begriff, ne? Transmissiometer heißen die Dinger, die stehen immer am Airport und die messen dann quasi immer dein, wie dicht du Nebel können. Genau, damit kann man die Nebeldichte bzw. Rauchdichte messen. Ja, das ist klar. Die Frage war ja, wie heißen die Dinger? Also auf Deutsch, wie weit kann ich gucken? Genau das machen die Dinger. Ach klar, ich hatte es auf der Zunge. Fast. Genau. Also ganz einfache, wie weit kann ich gucken? Und das wird mit der AVR ausgegeben. Also kann ich 500 Meter weit gucken, kann ich 400 Meter weiter gucken, kann ich 300 Meter weit gucken, kann ich 75 Meter weit gucken oder kann ich weniger als 75 Meter weit gucken? Wäre ich mein Leben nicht drauf gekommen. Ja, kein Thema. Kein Thema. Dann habt ihr es mal gehört. Das müsst ihr auch nicht wissen. Es ist einfach nur für mich immer spannend, was man so mal gehört hat und was nicht. Transmissiometer heißen die. Die Vertical Visibility. Die misst einfach nur. Schöner Schatten, ne? Wie weit wir in der Vertikale gucken können. Also wie hoch unsere Schicht Nebel oder sowas ist. Aber im Ernst, ich hätte bestimmt gefragt, wie man die AVR eigentlich feststellt. Ja, ist doch gut, dass wir das gleich besprechen. Wusste nicht, dass das mit den Geräten. Ja, sehr gut. Marcel, auch du warst mitgenommen. Das freut euch, dann hat sich doch das schon gelohnt. Flugzeug getarnt als Wolke. Tatsächlich habe ich jetzt nicht geguckt, wie die Vertical Visibility gemessen wird. Oh, war ja. Also, wie hoch kann ich gucken? Das ist die Frage nach der Vertical Visibility. Wahrscheinlich auch mit dem Transmissiometer oder so. Kann ich euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Habe ich nicht. Wieso habe ich denn da nie nachgeguckt? Kann ich euch gar nicht sagen. Habe ich auch noch nie mal im Leben drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich kenne immer nur die Dinger hier. Naja. Ist ja auch nicht so wichtig, weil Vertical Visibility ist nicht so wichtig beim LOVIS wie die AVR, also die Sicht in der Ebene so zu weit. Ist die AVR bei Nackenschmerzen niedriger, weil man den Kopf nicht so hoch bekommt? Kann eine Wolke landen? Ja, wenn sie Bodennebel wird. Die Begriffe. Da müssen wir leider einmal durch. Das ist ein bisschen theoretisch. Cut 1, Cut 2, Cut 3. Das sind unsere Landing Categories. Was kann? Der war gut. Wenn sie ausgeregnet ist. Oh, auch schön. Auch schön. Das habe ich kopiert. Das habe ich mir nämlich schon mal gemacht, die Arbeit. Deswegen gucken wir da einfach nur noch mal kurz drüber. Das definiert sozusagen unsere Entscheidung Höhe oder wie viel AVR wir maximal haben dürfen.
Vor allem unsere DH, also unsere Decision Height oder Decision Altitude. Was das ist, machen wir auch wieder am Ende. Die Frage kommt ganz, ganz oft. Ich weiß, dass vielen der Unterschied zwischen Decision Altitude und Decision Height nicht klar ist. Gucken wir uns am Ende aber an. Kurz und knapp gesagt, also umso höher unsere Kategorie, desto niedriger unsere Decision Altitude, dann Decision Height und am Ende geht es nur noch um die AVA. Geht los mit Cut 1. Das ist eigentlich der Anflug, den wir immer standardmäßig machen, wenn wir von Hand landen. Das Beste, was wir machen dürfen, haben eine Decision Height von 200 Fuß, AVA 550 oder 750 Meter. AVA spielt da selten eine Rolle, das ist eher die Vertical Visibility. Und bei Hamburg zum Beispiel würde das genau so hier stehen. Ich will jetzt nicht auf diese Lichter, was da noch rot einmarkiert sind, das sind, wenn irgendwelche Lichter nicht gehen. Das war das, was Christian zum Beispiel gesagt hat. Ne, ALS wäre das Approach Lightning System. Wenn das nicht gehen sollte, dann bräuchte man sogar 1200 Meter AVA. Genau. Und da wäre es hier oben dann einfach 255 Fuß. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, noch später an. Wichtig ist mitnehmen, Cut 1 ist das, wo wir manuell landen dürfen. Und das ist der Standardanflug. Quasi, weil die Vertikalsicht wird ermittelt, wenn eine Wolkenuntergrenze wegen Nebel, ja, als Schätzhilfe können Bauwerke und andere Orientierungshilfen dienen. Ja, aber das ist ja keine Erklärung, wie es gemessen wird. Genau. Kommt noch. Matkü, kommt noch. Was der Unterschied ist, da sind wir ja gerade dabei. Ne? Cut 1 Approach kannst du ja einfach merken, darf ich von Hand landen. Wo gibt man die AVA an? In der ARTIS. Genau. Minimum wird bei Baro im FMS eingedreht. Kommen wir aber auch noch zu. Es geht nur einmal kurz darum zu erklären, Cut 1 darf ich von Hand landen. Mindestens 200 Fuß für 550 Meter AVA. Cut 2 ist schon eine Autoland. Es war früher so, dass wir Cut 2 auch noch von Hand landen durften. Mittlerweile ist das auch eine automatische Landung. Also quasi die schlechteste automatische Landung, die wir sozusagen haben im Flieger, die mittlere Kategorie. Wir haben eine Decision Height von 100 Fuß und eine AVA von 300 Meter. Ja, also wir haben jetzt nicht mehr 200, 550, sondern 100, 300. Können also schon dichter an dem Boden, wo wir den spätestens sehen müssen. Der Unterschied jetzt mit dieser Decision Height, also der Höhe, wo wir unbedingt was am Boden sehen müssen, zu den Cut 3 Bravo Approaches, ist nachher, dass es da keine Decision Height mehr gibt. Also es gibt dann keine Referenz mehr, wo wir spätestens was sehen müssen, sondern da gibt es gar keine Decision Height mehr. Ab Cut 2 wird alles bei Radio im FMS eingegeben. Also das ist dann immer eine Decision Height. Gibt man da bei der MCU DA oder DH ein? Lift Razier, spar dir die Frage noch auf, kommen wir noch zu. Ich weiß, dass das ein Mysterium ist, wann DA, wann DH, kommen wir noch drauf. Ist die letzte Slide. Und K3B, die höchste Kategorie, die es gibt, ist auch nochmal unterteilt. K3A, K3B, K3C. K3C ist noch nicht zugelassen, da bräuchten wir gar keine Sichten mehr. Völlig egal, da können wir in absoluter Milch landen sozusagen. Genau. Spielt häufig dann eine Rolle, wenn wir zum Beispiel einen Single-Engine-Anflug hätten und noch eine AVA bräuchten, also und noch ein Autoland hätten. Da macht man meistens K3B Single. Da kommt dieses Single-Dual eigentlich erst ins Spiel, das kommt aber auch noch danach. Der K3 Bravo ist eigentlich so der Standard-Approach, den wir dann immer fliegen. Wenn wir irgendwo Lovis haben, fliegen wir zu 90% oder zu 99% K3 Bravo, wenn der Flughafen das hergibt. Es kann sein, dass der Flughafen das nicht hergibt. Und da würden wir dann im Radio No eingeben. Das heißt, es gibt gar keine Decision Height mehr, sondern es gibt nur noch eine AVA und das wären 75 Meter. Das ist das Beste, was der Flieger aktuell kann. Also 0 Fuß Decision Height und 75 Meter Nebel. 75 Meter sind krass. Also das ist wirklich, wirklich dichter Nebel. Ne, wer es kennt aus dem Auto nachts mal, ne, das ist quasi ein Pollerabstand. Also anderthalb. Ne, das sind ja 50 Meter, anderthalb Pollerabstände. Das ist schon extrem wenig. Und wir landen ja mit 130 Knoten oder so. Also dazwischen die Lichter schnell unter einem durch. Also kurz zusammengefasst, Cut 1 von Hand, 250. Cut 2, Autoland, 100, 300, Cut 3 Bravo, no. No wie no. 0 Fuß Vertical und 75 Meter. Das Fest ist eigentlich relativ zügig zusammen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass wir eine automatische Landung zuerst mal machen können? Ganz wichtig, geht los mit dem Flughafen. Der muss erstmal Low Visibility Operations in Use haben. Wo kriegen wir die Information her? Das steht dann auf der ARTIS.
alles, was wir brauchen, steht auf der Artis, auch ob Lovis in use ist oder zum Beispiel, ob wie groß die AVAs sind, wie groß die Vertical Visibility ist, steht alles auf der Artis. Luca, gelten 75 Meter AVA nach dem, was im Artis Meter steht, oder muss die Pilot entscheiden? Das Tower. Das gibt dir der Tower. Tower ist entscheidend. Du kannst bei 75 Meter AVA gibt es kein Entscheiden mehr, ob die Sicht passt oder ob die Sicht nicht passt. Die einzige Möglichkeit, das dann rauszukriegen, wäre Lichter zählen. Die Runway Centerline Lights sind 15 Meter auseinander. Ne, du musst 5 Lichter zählen. Du kannst aber, wenn du landest, nicht 5 Lichter zählen. Also du kannst das nicht bestimmen. Das geht nur beim Takeoff. Also das geht nur beim Takeoff. Und da ist entscheidend, was der Tower reportet. Genau genommen darf es auch, wenn du einen höheren Anflug hast, wenn du einen K2-Anflug zum Beispiel hast, wo du 300 Meter AVA brauchst, darf der beim Anflug sogar unter die 300 Meter fallen. Muss aber immer bei 75 bleiben. Hast du eine AVA reportet, unter 75 Meter musst du durchstarten. Spec Ops, AVA ist was? Das ist AVA. Also wie weit kann ich in der Ebene gucken? Also entscheidet eigentlich der Flughafen, ob man ein Autoland durchführen muss. Man hat gar nicht wirklich die Wahl. Jein. Gibt es da nicht eine 1000-Fuß-Regel bezüglich Durchstarten? Ja, Klink. Gibt es. Genau. Da gibt es, also ab 1000 Fuß halt. Genau. Jetzt haben wir gerade drei Fragen sozusagen. Twitch Fabian, was ist ein Glideslope? Da haben wir genug Tutorials. Guck dir mal ein Anflug-Tutorial an. Das ist einfach nur, in welchem Winkel wir anfliegen. Entscheidet der Flughafen, ob man eine Autoland durchführen muss? Das ist eine tricky Frage. Jein. Wir haben den Vorteil, wenn wir einen Anflug machen als Piloten, sobald wir zum Beispiel unsere Runway sehen und wir sicherstellen können, dass wir die Runway bis zur Landung in Zeit haben. Zum Beispiel kann es sein, dass so Nebelfelder durchziehen. Ne? Und sagen wir, es ist gerade eine fette Lücke zwischen zwei Nebelfeldern. Dann kann es sein, dass das Transmissiometer 75 Meter AVA misst, wir aber die Bahn sehen. Wenn wir die Bahn sehen, können wir da landen. Da ist es völlig egal, was der Flughafen dir sagt. Kannst du als Pilot die Bahn sehen, musst du keine automatische Landung machen. Und also kannst du sie sehen und kannst du sicherstellen, dass du sie bis zur Bahn siehst. Dann kannst du da landen. Also da kann dir der Flughafen vorgeben, was und wie er will. Emotion Fan ist es 1. April. Und jeder, der jetzt fragt, wo es den zu kaufen gibt, sage ich April. So. Wenn die Bahn wirklich nicht zu sehen ist, Marcel, dann hast du nicht die Wahl. Dann hast du nicht die Wahl. Genau. Genau. Klenk, 1000 Fuß. Ja, gibt es. Früher war es so, bis 1000 Fuß war es egal. Unter 1000 Fuß gab es so eine Liste an Fehlern, die man nicht mehr haben durfte. Diese Liste gibt es nicht mehr. Da waren 1000 Sachen drin. Man durfte kein Alpha Floor haben, kein Single Chime, kein Triple Click, keine Mode Degradation, all so ein Zeug. Das gibt es so heute nicht mehr. Es heißt einfach, unter 1000 Fuß darf dein Minimum in der Touchdown Zone nicht unter dem ausgegebenen Minimum in der Chart fallen. Wenn das ein K3-Approach ist zum Beispiel, darf es nicht unter 300 Meter fallen. Das geht aber nur für die Touchdown-Zone. Danach muss es mindestens 75 Meter haben. Sonst musst du durchstarten. Genau. Also Touchdown-Zone-Segment, immer das, was in der Dings drinne steht, was in der Chart drinne steht. Und danach 75 Meter. Das ist jetzt echt nur Side-Fact. Das kommt nämlich auch dazu, wenn man jetzt zum Beispiel drei AVAs hat, für den Anfang, für die Mitte und fürs Ende, und man absehen kann, dass man fürs letzte Drittel unter 60 Knoten hat, dann braucht man die AVA nicht mehr benutzen. Aber so tief wollte ich gar nicht ins Thema, weil, ne, interessiert halt keinen. Gut. Warum hat der Flughafen Low Visibility Procedures in use? Sehr gute Frage. Ich habe hier liebevoll gemalt. Es gibt am Flughafen immer so K1, K2, 3 Holding Points. Warum gibt es die? Die K2, 3 Holding Points, die sind immer weiter weg von der Bahn.
Warum? Sehr gute Frage. Und zwar, das Metall des Flugzeuges, das wir hier so wunderschön sehen, das biegt das Signal vom Localizer so ein bisschen. Das heißt, das verbiegt wirklich so minimal das Signal, es lenkt es ab. Deswegen müssen die Flugzeuge, wenn Lovis in Use ist, weiter weg von der Runway geparkt werden sozusagen, wenn sie starten wollen, damit die Flugzeuge, die landen, keinen verbogenen Localizer haben. Weil das Flugzeug fliegt stumpf dem Localizer-Signal her. Wenn da irgendwas steht, was den Localizer ablenkt, dann gibt es keine Warnung. Das Flugzeug fliegt dem Ding hinterher. 1:1. Deswegen müssen die Flugzeuge während Lovis und Justus immer weiter weg von der Bahn stehen. Und deswegen sind die K2-3 Holding Points auch weiter weg von der Bahn. Das ist der Grund dafür. Genau. Also sieht man sie hier, die wunderschönen Flugzeuge. Muss man ein bisschen reinzoomen, ne? Das würde jetzt dieses Signal zum Beispiel theoretisch so ein bisschen ablenken. Deswegen müsste man hier dann stehen bleiben, wo der grüne Flieger ist, vor dem K2-3 Holding Point. Wenn Low Visibility in Use ist. Genau. Aus den gleichen Gründen brauchen wir auch eine größere Staffelung. Logisch, ne? Wenn wir anfliegen, haben die Flieger hintereinander einen größeren Abstand zueinander, weil auch die wieder untereinander das Signal ablenken. Deswegen werden die Flieger auch im Anflug größer gestaffelt. Und die müssen auch größer gestaffelt werden, weil sie halt langsamer von der Bahn abrollen. Ne? Logisch. Weil du kannst, wenn du im Nebel bist, musst du halt langsam fliegen. Warum rollt man langsam ab? Jetzt habe ich es schon gespoilert. Ihr seht es, mit Sonnenbrille im Nebel sieht man halt nicht so viel. Und deswegen muss man da schön langsam rollen, damit man seine Sonnenbrille auch im Nebel nicht abnehmen muss. Warum gibt es nicht nur Lovis Holding Points? Das ist ja maximal ein Flieger. Ja, Luca, ein Flieger kann, wenn sich das zurückschaut, kann ein Flieger nachher wirklich entscheiden, ob die dahinter noch rumkommen oder nicht, ne? Genau. Und es braucht weniger Zeit, Luca. Also der Line-Up von einer Flugzeuglänge davor gegen eine Flugzeuglänge da hinten, das mögen nur ein paar Sekunden sein, aber so ein paar Sekunden über den ganzen Tag mit der Staffelung, die teilweise wirklich eng ist, würde sich zu vielen Sekunden zusammenaddieren, sag ich mal. Gibt schon ein Tutorial zu Wake Turbulence? Ah, da brauchen wir kein Tutorial. Das kriegt man in ein paar Sätzen erklärt. Da ist er im K2-3. Halt im Nirgendwo. Okay. Genau, deswegen ist es alles ein bisschen langsamer. Qualification. Die Crew braucht Qualification. Ich habe mir eine besonders coole Crew rausgesucht. Was heißt Qualification? Die Crew muss auch zertifiziert sein, automatische Landung durchführen zu können. Das ist bei FB1 und 2 egal, bei FB3 und 4 ist es auch egal, aber bei Frau Kapitänin und bei Frau F. Öse ist das nicht egal. Die beiden brauchen die Qualification. Wunderschön den Piloten angemalt, oder? Übrigens, egal, nur bezogen auf die Lovis Qualification, sonst natürlich nicht. Wie sieht das Requirement aus? Bei uns relativ einfach. Wir müssen ja mindestens zweimal im Jahr in den Simulator, um den Check zu machen. Da müssen wir immer einen Low-Visibility-Start, einen Low-Visibility-Start-Abbruch, einen Low-Visibility-Go-Around und einen Low-Visibility-Approach muss zur Landung führen. Diese vier Sachen müssen wir quasi jedes Mal machen, wenn wir im Simulator sind und zeigen, dass wir das können. Wo ist der Pfeil, der auf die Facecam zeigt? Achso, wichtig. Da habe ich nicht dran gedacht. Verdammt, Volkeister, das wäre eine coole Idee gewesen. Wichtig. Zurzeit ja nicht. Ich arbeite bei TUI. Ja. Genau, das habe ich gesagt. Im Flugzeug. Jetzt kommen wir mal auf dieses Cut-Tri-Dual, Cut-Tri-Single, Cut-2, Cut-1. Was macht das überhaupt? Das sagt uns quasi die Landing Capability vom Flugzeug aus. Das geht ja mittlerweile auch beim Fly-by-Wire-Sim. Können wir uns nachher gerne nochmal angucken. Und hier oben steht nur Cadual drin, wenn wir daran gedacht haben, beide Autopiloten anzumachen. Warum steht das da? Ne, er fliegt 320 bei Ryanair. Genau, klar. Warum steht der Cadual? Das ist ein Hinweis für uns, wie gut unser Flugzeug sozusagen Fehler verträgt. Also Cadual ist das Beste, was das Flugzeug kann. Das sagt, wenn wir jetzt einen Fehler haben, haben wir immer noch Redundanz. Ne, das heißt Fail Operational, so heißt es bei uns halt. Das heißt also, wenn irgendwas ausfällt, haben wir noch Redundanz und die Landing Capability geht einen Schritt zurück. Angenommen, wir sind im Anflug und der Generator 1 fällt aus.
dann steht da nicht mehr Katri Dual, sondern Katri Single. Und jetzt können wir auch nur noch das Katri Single Minimum anwenden. Das heißt, wir hätten jetzt nicht mehr im besten Fall 0,75. Katri Single, das beste Minimum Katri Single ist 50 Fuß Decision Height und 200 Meter AVA. Das heißt, das könnten wir im besten Fall fliegen. Wenn wir Sichten hätten, die schlechter sind, müssen wir uns leider einen Flughafen suchen, der das braucht. Der piept auch dreimal. Ja, genau. Der piept dann dreimal. Klick, klick, klick. Also nicht piepen, sondern klicken sind das. So klick, klick, klick macht er dann. Das ist eine Motigration. Genau. Moment, wir müssen Beide-Piloten aktivieren. Tefman, jein. Bei Autoland, ja. Bei Autoland musst du beide aktivieren. Bei einem normalen Anflug ist es schön, das zu machen. DJ One Air, Hallöchen und frohe Ostern, herzlich willkommen. Gibt es da Unterschiede zwischen Boeing und Airbus? Ich kann mich erinnern, dass zumindest bei der 37 die nur kam, wenn beide Autopiloten... Das weiß ich nicht, Luca. Ich kann dir nicht sagen, was eine 378 an Autoland Requirements hat. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Genau. Und grundlegend macht man immer beim ILS beide Autopiloten an, dass wir auch da oben Katri Dual stehen haben. Warum? Hauptsächlich... ist es ein gutes Habit, dass wir, wenn wir Lowest machen, da auch dran denken. Das ist eigentlich der einzige Grund dafür. Wir bräuchten eigentlich nur einen Autopiloten, ist aber ein gutes Habit, beide Autopiloten anzumachen. Ja, ist ähnlich. Okay, danke, Klenk. Nur geladen, Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist. Genau. Was heißt dann in dem Fall Katri Single? Katri Single ist nicht mehr Fail Operational, also das heißt, wir können weiterfliegen, sondern es wäre Fail Passive. Das bedeutet, wenn jetzt noch was ausfallen sollte, dann können wir keinen Cut-3-Approach mehr machen, sondern im besten Fall Cut-2 oder Cut-1, je nachdem, was ausfällt. Und ein Cut-1-Approach ist dann so das Schlechteste, was denn dastehen kann. Da steht auch nur noch Cut-1, dann können wir nur noch von Hand landen. Deswegen steht das da oben. Das verstehe ich jetzt erst. Warum soll man mit zwei Autopiloten landen? Ist das nur bei Emergency? Nein, bei Autoland. Du musst mit zwei Autopiloten landen, weil wenn du mit einem Autopiloten landest und ein Autopilot ausfällt, 5 Fuß über der Bahn, wer fliegt denn das Flugzeug? Du siehst ja nichts. Du bist im Nebel, bist 5 Fuß über der Bahn und dann fliegt halt keiner das Flugzeug. Deswegen ist es gut, zwei Autopiloten anzuhaben. Genau. Das macht doch den Reiz. Du liebst das Gefährliche. Genau. Und bei Emergency, bei Emergency gehen Autopiloten eh nicht mehr, wenn du richtigen Emergency hast. Also, von daher stellt sich die Frage gar nicht. Genau. Also je nachdem, was für ein Emergency so, ne? Gibt aber wirklich welche, da gehen die Autopiloten nicht mehr. Genau. Deswegen steht das da oben. Zwei Autopiloten. Ja. Autopilot 1 fällt aus. Jemand, der den MSFS-Pilotenschein hat. Wenn der Autopilot 50 Buden über der Bahn aussteckt und das Flugzeug auf den Boden knallt, war das eine Ryanair-Landung. Kommen wir auch noch drauf. Als Ergänzung zur Airline. Sehr geil. Genau. Dann haben wir das. Katri Single. 50-200 habe ich gesagt. Katzmann. Das ist dann eben Downgraded Equipment. Das wäre die nächste Voraussetzung. Da müssen wir einmal reingucken. Gehst du auch noch auf Fail Operational und Fail Passive ein? Das war es eigentlich schon, was ich dazu weiß. Also Fail Operational war wie gesagt Katri Dual, dass du eben Redundanz hast. Und Fail Passive bedeutet ja einfach nur, dass du keine Redundanz mehr hast. Mehr bedeutet das ja eigentlich nicht. Oder worauf möchtest du da noch mehr eingegangen haben? Weil mehr habe ich dazu auch gar nicht, ehrlich gesagt. Genau. Wir werfen auf jeden Fall, wenn wir so einen Anflug machen, noch einen Blick in die Degraded oder Failed Equipment List. Das ist eigentlich eher so ein Ding. Ich habe sie euch einmal, das ist nicht unsere Originaltabelle, die habe ich im Internet gefunden. Sie sieht aber sehr ähnlich. Da kann man, falls irgendwas kaputt ist, immer nochmal reinwerfen. Für Cut-3 Bravo, für Cut-2, für Cut-1 oder Non-Precision Approach, was brauchen wir? Wo? Brauchen wir Approach Lights? Brauchen wir Edge Lights? Brauchen wir Transmitter? Und so weiter. Das ist nur mal informativ, dass wir auch da immer noch reingucken. Genau. Sollte es im Flugzeug zu technischen Fehlern kommen, müssen wir die generell bis 1000 Fuß behoben haben. Sollten technische Fehler im Lowest unter 1000 Fuß kommen, würden wir einmal durchstarten, erst den Fehler bearbeiten und dann wieder quasi einen neuen Anflug machen. Interessanter Fall für den Herrn Ersten Offizier, den ich ja darstelle, haben wir auch wirklich schon im Simulator geübt. Angenommen, wir machen gerade einen Low-Visibility-Approach und
Wir haben, keine Ahnung, Country Single, meinetwegen, Decision hat noch 50 Fuß. Also wir könnten eine komplette Autoland machen. Der Kapitän fliegt immer den Anflug. Der erste Offizier ist immer auf den Instrumenten. Und der Kapitän sagt nicht, nach Minimum nicht Continue oder Go Around. Also mit anderen Worten, wir sind 50 Fuß über dem Boden. Wir machen eine automatische Landung. Und der Kapitän sagt nicht Continue. Wir gucken einmal rüber, wir sind schon an 20 Fuß und wir checken, der Kapitän ist ausgestiegen. Also er ist aus irgendeinem Grund nicht mehr ansprechbar. Incapacitated. Was machen wir? Durchstarten oder landen? Wie würdet ihr das machen, wenn ihr erster Offizier wärt und ihr merkt kurz beim Boden, der Kapitän ist ausgestiegen? Landen. 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 Das entwickelt sich gut. Echt, würdet ihr alle landen? Wenn Autoland ist, landen. Ja, Autoland. Richtig gut. Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Unser Jürgen wäre stolz, wie du so vorträgst. Wenn das Flugzeug noch im selben Status ist, landen. Flugzeugstatus ändert sich nicht dadurch, dass der Kapitän nicht Continue sagt. Wenn es eh eine Autoland ist, genau. Genau richtig. Genauso haben wir es auch gemacht. Auch da wieder gibt es gar kein richtig oder falsch. Die Frage ist, was bringt ein Go-Around? Ne? Du kannst natürlich auch ein Go-Around machen und du musst nur den Throttle auf Idle schieben, oder? Genau. Genau, das müssen wir tun. Aber sonst hast du das Problem halt 5 Minuten später. Genauso ist es. Nur Autoland, wenn die Sichtweite sehr, sehr schlecht ist. Ja. Genau. S-Corporation sonst im WOT den Anfang nochmal reingucken. Aber genau, das nehmen wir, wenn die Sichtweite sehr, sehr schlecht ist. Ich würde ja nicht in dem medizinischen Notfall ein Go-Around fliegen. Na. Die einzige relevante Größe, die entscheidet Go-Around oder nicht Go-Around, ist die Landung sicher oder ist die Landung nicht sicher. Da spielt medizinischer Notfall, so fies das ist, keine Rolle. Wenn du Continue sagen würdest, weiter. Ich muss dann auch Eye of Control sagen. Den Ersatzkapitän ordern, der soll rollen. Ja. Aus medizinischer Sicht sicherlich sinnvoll. Absolut. Wenn der Kapitän einfach so zusammenbricht, braucht er schnellstmöglich Hilfe. Absolut. Dumme Frage. Wie reagiert man, wenn der Pilot Selbstmord machen will? Tefman, beantworte ich nicht. Das ist nichts, was wir hier thematisieren. Aber man darf vor der Landung auch mit Autopilot auf dem ILS einfliegen, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ändert sich ja auch nichts daran, ob du einen Go-Round machst. Mhm, das stimmt. Ist eine Autoland immer sanft? Nicht unbedingt. Das kommt drauf an, wie gut der Pilot ist, Autopilot es gerade macht. Sehr schön. Unter 1000 Fuß, if in doubt, go round. Go round können wir immer machen, logischerweise. Und das ist ein super interessanter Punkt. Das kennen, glaube ich, viele nicht. Wenn wir sehr dicht an die Landebahn kommen, gibt es noch ein Autoland Light? Kennt jemand das Autoland Light? Hand aufs Herz. Schon mal was vom Autoland Light gehört? Nee, leider nein, nope. Kein Thema, muss man wirklich nicht kennen. Schon mal gelesen, okay. Schon mal gelesen ist so, Wo ist es? Da gucken wir witzigerweise immer drauf. Das ist total witzig, man macht sich nur nie Gedanken darüber. Das hier ist das Autoland Light. Kann ich euch auch beweisen, indem wir hier nämlich auf Test gehen. Und dann steht da Autoland. Crazy, ne? Es ist die ganze Zeit vorm PFD. Vor unserer Nase gibt es natürlich auf beiden Seiten. Gibt es natürlich auch auf der Kapitänsseite. Autoland? Immer direkt vor unserer Nase. Krass, ne? WTF. Kennen, glaube ich, ganz viele nicht. Obwohl kaum eine Lampe, über die man sich noch nie Gedanken hat, genau vor unserer Nase ist. Cool, aber das freut mich, weil dann kann ich euch was Neues erzählen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das Autoland Light, das brauche ich gar nicht weiter. Warum ist das da positioniert? Wenn wir ein Lovis machen, gerade in K3 Bravo ohne Decision Height, also bei den schlechtesten, also dass es dort ist, wusste ich, aber halt auf das System bezogen. Ja, aber da bist du schon mal so mit der Einzige wahrscheinlich. Ne? Auf der anderen Seite gelb, ja, die sehen gleich aus. Das ist nur falsch. Das ist so gelb hinterlegt eigentlich. Sieht so ein bisschen, also es ist rot auf jeden Fall mit so leicht gelb hinterlegten Zeugs.
Warum ist das da? Damit wir es gut sehen. Vor allem von der Sicht her wäre es so beim Autoland, der Kapitän guckt hier so ungefähr, der guckt nur raus. Und, oh, Entschuldigung, falscher Knopf. Der erste Offizier, der sitzt ja hier, der würde so gucken. Ziemlich genau so ungefähr wäre sein Sichtbereich. Also er guckt extrem auf die Instrumente, auch hier natürlich drauf. Deswegen ist das hier drüber positioniert, dass man es immer gut sieht. Das Autoland Light ist unter 100 Fuß, also ab 200 Fuß ist es aktiv. Unter 100 Fuß würde es auch blinken. Das ist so eine Art Landing Inhib plus plus plus. Was durchs Autoland Light durchgeht, ist wirklich nur noch Sachen, die extrem relevant sind und unsere Autoland jetzt noch verhindern würden. Dazu gibt es eine kleine Tabelle, die ich mir ausgedacht habe. Hier ist es nochmal. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, Autoland Light or not Autoland Light? That is the question. Yes, no. Engine Fire. Geht das Autoland Light an oder geht das Autoland Light nicht an bei Engine Fire? Liegt daran, dass ich noch nie eine Autoland-Macht gehabt habe. Ja, nein, ja, nein. Ich meine, Engine Fire ist schon wirklich krass, ne? Ja. Zwei Ja's? Nein, 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 ja, nein, nein. Ja, es ist schön gleich. Sehr geil. Bei einem Engine Fire geht das Autoland Light nicht an. Ich habe meinen Stift nicht. Ich kann ich so machen? Nee. Ich habe meinen Stift gar nicht. Ja, aber wenn du damit durchstartest, brennt das noch länger. Richtig, deswegen geht es nämlich nicht an. No. Generator One Fail. Oder irgendein Generator. Ein Generator fällt aus. Geht das Autoland Light an? Ja oder nein? Minus. Ja, ja, ja. Ja. Nein, nein, ja. Nein. Ach so. Ob es angeht, dachte ich. Genau, geht es an oder geht es nicht an? Du hast ja mehrere Gens. Nein, weil ja immer noch Cut, Tri, Single. Hinweis dazu, unter 100 Fuß gibt es keine Mode-Reversion mehr. Es gibt kein Katri Dual auf Katri Single unter 100 Fuß. Gibt es nicht. Es könnte auch schon unter 200 Fuß sein. Das weiß ich gerade nicht. Also es gibt keine Mode-Degradation mehr unter 100 Fuß. Also es gibt keinen Katri Single mehr unter 100 Fuß. Nur mal so als Beifekt. Aber auch Generator 2 Fail löst nicht das Autoland Light aus. Autopilot 2 aus. Also ab da, wo Autoland im PFD steht, da bleibt ein K3 Dual. Ja. Solange es inhibited ist, sozusagen. Ja. Ja. Irgendwann muss mal Ja kommen, ne? Nein. Ja. Luca, nein? Was ist denn, wenn du K3 Bravo fliegst und dein Minimum unterm theoretischen K3 Single Approach liegt? Und dann fällt dir ein Autopilot aus. 50-50. Yes or maybe not, I don't know. Also Autopilot, auf jeden Fall. Fällt ein Autopilot aus, geht das Autoland Light an. Es ist ja dafür da, dich davor zu warnen, wann du keine automatische Landung mehr machen kannst. Da es eben sein kann, dass dein Minimum mit beiden Autopiloten besser ist, als dein Minimum, das du aktuell fliegen kannst, geht es natürlich an. Deswegen musst du durchstarten. Ganz wichtig. Localizer, ein Viertel-Dot-Abweichung. Geht beim Localizer ein Viertel-Dot-Abweichung das Autoland Light an oder nicht? Und müssen wir dafür durchstarten oder nicht? Ja. Ja. Nein. Ja. Ernsthaft? Da sagt ihr ja. Also bei Engine Fire, wenn ein Triebwerk brennt, geht das Ding nicht an, aber ihr sagt, bei einem Viertel-Dot-Localizer sagt ihr, geht es an. Okay, und er sagt nicht detailliert. Ja, das macht ja Spaß. Das ist ja raten. Ja, außer das nächste ist... Nein, das ist nicht. Halber Dot ist bei Glideslope. Tatsächlich ist es ein Yes. Tatsächlich ist es ein Yes. Wenn es angeht, investiert dann, dass man die kann oder dass man sie abbricht. Pilot Aviation, dass man sie abbrechen muss. Dass man durchstarten muss. Geht das Autoland Light ab, muss man an, muss man durchstarten. Es ist eh nur quasi, also es ist ab 200 Fuß aktiv, ab 100 Fuß müssen wir dafür durchstarten. Das Einzige, wofür wir durchstarten müssen, außer du kriegst halt
ein Call von ATC oder so. Ach, du hast es andersrum gedacht. Okay, nee. Das wäre aber auch keine Airbook-Logik. Also ein rotes Licht würde nicht für etwas angehen, dass du etwas machen darfst. Ein rotes Licht geht immer für Sachen an, die du nicht machen darfst. Ich hätte den Telefon-Joker nehmen sollen. Genau. Ergibt Sinn. Perfekt. Genau, das ist das Autoland-Light. Ist auch so ein Standard, den wir immer wieder im Simulator üben, weil das geht ganz gerne nochmal an, weil es ja eben, wie gesagt, direkt vor unserer Nase steht. Und ich glaube, ich kriege es noch zusammen. Es geht an, wenn wir beide Radius-Altimeter mehr als 15 Fuß auseinandergehen. Viertel dort Localizer, halber dort Glideslope. Localizer oder Glideslope, Transceiver oder Transmitter fällt aus. Also das, was quasi das Signal empfängt oder das Signal aussendet. Oder oder ein Autopilot geht aus. Es gibt noch so ein Long Flare Detected. Das ist jetzt aber sehr advanced. Also das habe ich noch nie gesehen. Das gibt's auch noch. Das sind die 5 Bedingungen, dass das Autolandline angeht, sonst geht es für nichts an. Für nichts. Finde ich schon krass. Gibt es ein Geräusch, wenn das Licht aufleuchtet? Nee. Aber das ist so hell und es ist ja genau in deiner Sicht, das kannst du nicht übersehen. Philipp! Hallo! Herzlich willkommen! Oh, dankeschön. Dankeschön für 100 Bits. Eingabeminimum. Jetzt kommen wir nach dem doch theoretischen Ausflug nochmal zu den sehr praktischen Themen, die euch hauptsächlich interessieren. Haben hier Hamburg, Ramvi23, das ILS. Longflare würde beleiten, der Autopilot denkt, du müsstest schon längst aufgesagt haben. Ja, nicht du, sondern er. Genau, Longflare detected ist, Luca, wenn du einen Flare-Mode hast, und der Gegenwind größer wird oder so, wenn du so ein typisches, du kennst das doch auch, ne? Wenn man gerade am Anfang im Flugsimulator hatte man noch diese Flares, wo man in 3 Meter über dem Boden die halbe Runway lang geflared ist. Das wäre ein Long Flare. Das würde er selbst detekten, dann würde im Flare das Autolandline angeben und dann müsstest du im Flare noch den Go-Round machen. Frage, wie viel Fuß muss man über dem Boden sein, um nicht die Landebahn zu berühren? Kannst du nicht sagen. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Wie schnell reagiert der Flieger? Langsam. Ja, Zili, aus Deep Idle, also wenn du komplett im Idle hast und die Triebwerke auch im Deep Idle sind, also komplett im Leerlauf, dauert es 5 bis 6 Sekunden, bis das Triebwerk auf Toga-Schub ist. Ich weiß nicht, wo lange Long Flare festmacht. Da wird es eine ausgiebige Airbus-Logik geben. Das weiß ich aber nicht. Das mit dem Wald. Nein. Das war aber keine Autoland. War das eine Autoland? Ich kenne den Fall nicht so gut. Ich weiß, ich kenne die Bilder, wie das Ding da, aber den Fall kenne ich nicht gut. Genau. Und jetzt Zili zu der Frage, du kannst immer durchstarten, auch wenn du am Boden schon bist. Solange der Reverser nicht offen ist, kannst du immer durchstarten. Und du kannst auch den Boden berühren beim Durchstarten. Also selbst wenn du aufsetzt, kannst du trotzdem durchstarten, ne? Boden berühren heißt nicht, dass du nicht durchstarten kannst. Das letzte, wo du nicht mehr durchstarten kannst, ist, wenn der Reverse offen ist. Reverse offen musst du landen. Nein, das war definitiv kein Autoland. Ja, genau. Nein, aber das Problem ist Trust Idle und Zeit bis Toga. Ach, das meint ihr? Ja. Aha, absolut. Absolut. Dauert ewig. Hatte ich auch schon in Catania. Catania hatten wir auch Deep Idle, Go-Around aus Deep Idle und es dauert 6 Sekunden, ist unendlich lang. Das hört sich wenig an, aber es ist unendlich lang. Mr27AlexZeroTree, dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen. Wenn du dich beteiligen möchtest, mach das gerne, ansonsten enjoy. Die sind mit Max Engel drüber, hatten keinen Schub mehr. Ja, es dauert. Cool, kurz zurück zum Minimum. Unsere Karte, die kennt ihr, die gute Jepson Navigraph-Karte. Ist auch in den Chartfox-Karten, da habe ich es nicht extra rausgesucht zu finden. Da steht ganz unten, stehen unsere ganzen Minimas drin. Ich weiß, das sind immer relativ viele. Eigentlich braucht man aber nicht viele. Relevant ist meistens hier dieses Cut 1 C, 255 Fuß. Und ganz links Cut 3, das Beste, was er kann, wäre dann einfach No. Fliegst du heute noch? Ja, Philipp, wir fliegen noch kurz. Wir wollen ja dann auch nochmal eine Autoland machen. Also, das heißt, diesen Teil brauchen wir. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, diese Frage haben immer ganz, ganz, ganz viele. Muss ich es bei Baro oder bei Radio eingeben?
Aber wenn ich den Boden schon berühre, wieso sollte ich dann noch durchstarten? Wieso solltest du nicht durchstarten? Kann ja tausend Gründe noch geben, warum du auch auf dem Boden schon noch durchstarten solltest. Autoline mit richtig miesem Wetter. Ich versuch's mal so mies einzustellen, wie es geht, sozusagen. Können wir gerne zusammen machen. Zum Beispiel etwas ist auf der Runway, das kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass der Wind auf einmal brutal dreht und dass es sicherer ist, wieder durchzustarten. Was ist der Unterschied zwischen Localizer und ILS? Da gibt es keinen Unterschied. Der Localizer ist ein Teil vom ILS. Das ILS ist Tecnumfly. Das ILS setzt sich aus dem Localizer, der dir sagt, wo du links, rechts bist, und dem Gleitstub, wo du oben, unten bist, zusammen. Guck dir mal mein ILS-Tutorial auf YouTube an. Also ohne arrogant sein zu wollen, aber das was ein ILS ist und das, wie ein Localizer und wie ein Gleitstub funktioniert, extrem gut erklärt. Entschuldigung. Aber so gut kriegst du es wirklich kaum irgendwo erklärt wie da. Was ist im Windshear? Windshear ist, wenn der Wind sich plötzlich dreht. Genau. Also, wann geben wir Baro ein? Wann geben wir Radio ein? Baro, finde ich, lässt sich immer am besten herleiten über den Druck. Baro bedeutet Druck. Druck hat immer mit einer Altitude zusammen. Und Altitude bezieht sich immer auf den lokalen Luftdruck und eine Höhe über dem Meeresspiegel. Also für mich noch kurz. Ab Cut 2 Height, Cut 1 Baro. Lift Receiver, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Genau. Und genauso würde man das dann auch eingeben. So ist auch mal meine Herleitung. Also bis Cut 1 ist alles Baro, ab Cut 2 ist alles Radio. Radio Altitude würdet ihr auch wirklich so eingeben, deswegen steht hier extra nochmal RA für Radio Altitude sozusagen, obwohl da das A ist halt ungünstig gewählt, weil es keine Altitude ist, sondern eine Height, also mit Radio merken, nicht mit Radio Altitude, es ist Radio. Da würde man dann wirklich für K2 zum Beispiel 98 angeben oder eben hier 50 für K3. Also Decision Height, nein. Nein, DA. DA bei Baro eingeben. Decision Altitude. Hier, DA. Nicht das H dahinter. DA. DA bei Baro eingeben. Nicht DH, DA. Komm, aber habe ich euch nochmal aufgemalt, um den besser den Unterschied zu erklären. Hier. Ich bin ja vorbereitet, weil ich weiß, dass es da immer Probleme gibt. Ich finde, besser als an dem Bild können wir es eigentlich nicht erklären. Unten ist der Meeresspiegel und wir nehmen einfach mal kurz an, dass unser Flugplatz einfach auf einem kleinen Berg auf 1000 Fuß liegt. Die Decision Altitude, die wir jetzt anfliegen dürften, ist meinetwegen 1200 Fuß. Das heißt 1200 Fuß über dem Meeresspiegel. Wenn wir auf der Bahn landen, wären wir auf 1000 Fuß Höhe. Das ist die Altitude, die Höhe, abhängig vom lokalen Druck über dem Meeresspiegel. Die Height, das wäre der grüne Pfeil. Das wird auch gemessen vom Radio Altimeter. Ab 2500 Fuß ist diese grüne Zahl bei euch im Primary Flight Display aktiv, ist immer die Höhe über dem Boden. Eine Height ist immer die wahre Höhe über dem Boden aktuell, die verändert sich auch mit dem Boden logischerweise. Eine Altitude ist immer auf den lokalen Luftdruck und auf Meereshöhe bezogen. Deswegen ist eine Decision Height immer die Höhe über dem Boden vom Radio Altimeter und deswegen immer RA ab K2 und die Altitude bis K1, also was wir noch von Hand landen dürfen. Also quasi bezieht sich auf die Höhe über dem Boden und die DA bezieht sich auf den Meeresspiegel abhängig vom lokalen Luftdruck. Ist der Unterschied rausgekommen, wo der Unterschied zwischen Decision Altitude und Decision Height liegt? Ist das Flugzeug selbst gezeichnet? Abgemalt. Abgemalt und gelöscht. Ich bin trotzdem verwirrt. Was ist denn der Unterschied zwischen DH und RA? RA ist einfach nur deine Radio deine RA ist einfach nur die Höhe, die vom Radio Altimeter angegeben wird. Lift Receiver. Hier. Das ist deine RA. Null. Verstehst du? Da liest du es denn ja ab. Ja, genau. Sekunde. Ich guck's mir mal kurz an. Genau. Es kann halt sein, du meinst das hier, ne? Es kann halt sein, das H dahinter ist ja schon immer die wahre Height, ne? Also die Höhe über dem Boden. Und was davor jetzt bei 143 Fuß
käme, wäre dann logischerweise die Airport Elevation von Hamburg. Richtig? Beziehungsweise die der Bahn. Das sind 43 beziehungsweise 53 Fuß. Mal gucken, ob das hinkommt. 100, halt, 43 drauf, kommt genau hin. Das ist einfach nur dafür da, wenn du Flugzeuge hast, die zum Beispiel keinen Radio-Altimeter haben, aber trotzdem irgendwie Autolens haben. Was weiß ich welche. Es gilt halt nicht für einen Airbus. Dann würdest du die halt einfach trotzdem über den normalen Altimeter messen können. Ne? Es muss ja nicht jedes Flugzeug einen Radio-Altimeter haben, der dir das hier angibt. Weil der Airbus einen Radio-Altimeter hat, können wir das natürlich eingeben. Wenn das Flugzeug keinen hat, welches auch immer das ist, das kann ich dir nicht sagen, könntest du da halt die 143 Fuß dann eben bei Baro tatsächlich eingeben. Genau. Machst du aber nicht, dann du gibst das bei Dings ein. Bei Radio. Steht ja auch schon so in der Karte. Height wird an den Body Gears gemessen. Am Main Landing Gear heißt das Ding. Genau. Lord Gargamel. Hallo, funktioniert der Autoland? Ja, der Autoland funktioniert. Der Knopf. Der Autoland-Knopf. Was ist denn der Autoland-Knopf? Den hätte ich jetzt sehr gerne gezeigt, den Autoland-Knopf. Du meinst den hier? Das Autoland Light. Autoland Light geht nicht, bin ich mir sehr sicher. Dürfte nicht gehen. Ja, genau. Genau, Lift Rasier. Du würdest ja auch, ne, wenn du dein... Guck mal, die Werte stehen ja hier hinter genauso in Klammern. Ne? Das ist nur eine Information für dich. Du gibst ja trotzdem auch bei Card 1 die 255 ein und nicht das dahinter. Genau. Genau. Also die 98 Fuß stehen bei RAA, nicht der Wert, der in Klammern. Ja, immer der Wert, der davor steht, nicht der in Klammern. Das ist nur Information für dich. Grüß dich, endlich mal wieder Zeit hier reinzuschauen. Rico, long time no see. Ich wünsche dir schon mal frohe Ostern. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in den Flieger, suchen uns noch einen kurzen Flug. Die Frage, warum RA, aber Decision Height 98, ganz einfach, weil die RA quasi an dem bestimmten Punkt gemessen ist. So, die Height, die RA ist... Weiß ich nicht, da ist eine Kuhle. Wenn da eine Kuhle ist, dann misst der Radio Altimeter halt 2 Fuß mehr oder 2 Fuß weniger. Also ein Hügel wäre es dann, weil es ist ja weniger. Die Height ist einfach nur eine gemessene Höhe am Durchschnitt. Die Radio Altitude misst aber exakt, was unter dir ist. Wenn da ein Maurus-Hügel ist, dann zeigt er das an. Ich kann mir nur erklären, dass daher der Unterschied kommt. Ich wünsche euch ebenfalls allen ein schönes Osterfest. Ja. Genau. Also ich kann mir nur erklären, dass dadurch, also das eine wird halt glatt angenommen und daher ergeben sich 2 Fuß Unterschied. Woher sonst die 2 Fuß da kommen sollten? Kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut. Eingegeben würde man aber die RA würdest du eingeben. Genau, in dem Fall würdest du RA eingeben da. Nicht die DH. Weil du auch von deinem Radio-Altimeter dann das Minimum abliest, sozusagen. Vor allem 2 Fuß sind nicht mal 1 Meter Unterschied. Ja. Genau. Genau. Du hast halt recht, Pilot, also eigentlich sollte es ja keinen Unterschied machen. Die Height und die RA sollten ja gleich sein. Ich kann dir nicht sagen, wo der Definition und Unterschied da von der Height und der Nicht-Height herkommt. Ich kann dir nur sagen, dass das halt genau und weil geografisch da irgendwas im Weg ist oder nicht. Genau, und hier hinten, spätestens bei K3, da gibst du ja dann eh einfach No ein, ne? Und so ist es eh meistens der Fall, dass du einfach No eingibst. Aber gucken wir uns gleich mal an. Wir können das ja gerne mal in Hamburg direkt ausprobieren. Dann nehmen wir uns noch mal einen kurzen Flug nach Hamburg und probieren das gleich mal einfach aus. Das wäre doch ein Vorschlag. K3A hat ja beispielsweise keinen. Genau. Da würdest du wieder einfach die 50 Fuß angehen. Yay. Wir probieren es gleich einfach mal. Oh, wieso habe ich mein Dings jetzt zugemacht? I don't know.
ist für mich hinreichend erklärt. Das freut mich. Das freut mich. Das wäre jetzt eine super Frage, ehrlich gesagt, wenn ich gerade tatsächlich noch im Simulator wäre, würde ich dem den Ausbilder nämlich genau das gleiche fragen, ob er das besser erklären kann, als ich mir da gerade was zusammengestammelt habe. Düsseldorf-Hamburg? Passt, oder? Düsen wir fix in Düsseldorf rauf, ich mach fix und dann nehmen wir 0505 und dann, das ist super kurzer Flug, sind wir halbe Stunde. Dann, schmeißen wir uns hier so fast, ha, an die Pole Position sozusagen, wo alles Flugbedingungen bleiben. Und dann geht's los. Machen wir ein bisschen Musik so lange. Ist es okay für euch, wenn ich jetzt keinen Flugplan und so weiter ausgebe? Hannover raus. Ach ja, Hannover. Ja, ich würde jetzt gerne nach Hamburg. Dort bin ich immer dabei. Ist auch meine Base. Ah, cool. Hannover raus, sehr gut. Ist okay. Es bietet sich jetzt einfach an, weil wir die Dings gerade gemacht haben. Jetzt bist du aber nah an der 2-3-Seite. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja 0-5. Ah, guter Mann. Stimmt. Ah, Luca, irgendwas ist immer... Wir wollen ja gleich in die richtige Richtung. Ja, ich starte irgendwie immer auf der 2-3 da. Hast vollkommen recht, Luca. Auf welchem Server? EU West. Nehme ich zumindest an. Yes, EU West. Also, wer Lust hat, fix noch mitzukommen, ihr seid herzlich eingeladen. Wie gesagt, ich erkläre jetzt das Anmachen des Flugzeuges, sage ich mal, nicht allzu ausführlich. Sondern geht ja jetzt um die Landung quasi. Uns in Hamburg mal anzugucken, dass wir da noch möglichstes Schmuddelwetter haben. Achso, einen Flugplan muss ich aber trotzdem machen. Guter Hinweis. Machen wir das doch mal fix. Für sowas ist ein Stream Deck echt ziemlich cool. Kannst du ja einfach deine Homepage von SimBrief auf den Knopf legen, drückst drauf und da ist sie. Das beschleunigt das Ganze denn tatsächlich etwas. Ja, da fliegen wir natürlich in Direct. Und dann haben wir schon. Ach komm, so viel Zeit ist jetzt auch noch. Dann haben wir es auch oben schön. Marcel, hast du noch Lust, einmal kurz den Streamtitel zu machen? Oder Christian, wer auch immer. Das wäre total cool von euch. Dann kann auch keiner kommen und sagen, hey... Da fliegen wir ja gar nicht mehr hin. Dann haben wir das. Das haben wir. Mevel. Dann haben wir schon. Klar, sorry. Nein, alles gut. Alles gut. Das war kein Vorwurf. Das war wirklich eine höfliche Frage. 05 ist eher selten im Betrieb. Das stimmt. Also wie gesagt, ich bin da auch fast immer auf der 2-3 sowohl gelandet als auch gestartet. EDDH ist vom Wetter auch fast immer so, dass man auf der 2-3 landet. Oft. Liftvisier. Oft. Also, ich war eine Zeit lang stationiert in Hamburg, deswegen sieht man auch mal andere Bahnen. Bin alle schon gelandet. Von 5. Tri-Tri ist der schönste Anflug. 0-5 ist auch ein super geiler Anflug. Aber man landet hauptsächlich auf der 2-3. Also, Tutri, Tri-Tri ist meistens so. Oh, danke Marcel. Vielen, vielen Dank. So, 5. 1400. Das haben wir drin. Und dann wollen wir starten auf der 05 Right. Exactly mit der Me war das, ne? Yes. Und in Hamburg geht's dann alles auf die 05. Das Wetter bauen wir uns dann. Machen wir no via, no direct. Flaps 1, 07 down. Flex 60. Und hier zeigt er ja dann eh nichts. Cool, dann haben wir das schon. Wie oft bist du schon auf die Kanaren geflogen? Auf die Kanaren?
Müsste ich lügen. 15, 20 Mal vielleicht. 20 Mal so. 15 Mal. Größenordnung. Weiß ich nicht genau. Ist man hier auch immer erstmal wieder. Na gut. So, das machen wir jetzt direkt an. Das geht auch schon mal da an. Ich weiß, es ist nicht Procedure, aber passt. Und dann. Wieso stehen wir Richtung Gebäude? Achso. Müssen wir hier einmal zurück. Okay. Ist nicht schlimm. Kannst du den, Flöte, kannst du den Airbus Thrustmaster Controller inklusive Thrust empfehlen? Flöte, ich hab den nicht. Deswegen müsstet ihr da, andere User fragen, die ja aber auch haben. Und hallo zusammen, frohe Ostern erstmal. Mr. Alex, vielen, vielen Dank nochmal für dein Follow. Bist du schon Salzburg angeflogen? Ja, mehrfach. Salzburg bin ich auch mehrfach angeflogen. Supergeiler Anflug. Supergeiler Anflug. So, dann können wir schon mal die Before Start Checklist lesen. Cockpit Preparation complete. Science on Auto. Fuel Quantity. 5400 Kilogramm gleichmäßig verteilt. Park and Brake is on Before Start Checklist completed. So, dann können wir hier oben aufräumen. Fuel Pump Skin an. External Power off. APU Bleed geht an. Beacon geht an. Und dann lesen wir direkt Below the Line. Windows Doors closed, Beacon is on, Thrust Levers idle, Parking Brake is set, Before Start Checklist completed. Super Herbie, Hallöchen, Super Herbie, du bist kurz nach dem Tutorial rein. Wir sind jetzt in Düsseldorf, machen den Flieger gerade nochmal ein bisschen sportlicher fertig und fliegen nochmal eine kurze Runde nach Hamburg, um das Tutorial mit einer automatischen Landung abzuschließen. Sehr empfindlich und geringer manueller Bereich. Welchen nutzt du? Flöte, ich habe das Cytec X56 HOTAS. Ich bin zufrieden damit. Rico, machen wir im Flug. Wie sind in der heutigen Zeit eigentlich die Turnaround-Zeiten? Die Turnaround-Zeiten. Peter, hallo erstmal. Die Turnaround-Zeiten. 3 Tage auf Kuba, nee. Unterschiedlich. Ob du aussteigst oder ob du nicht aussteigst. Von Logitech. Ich sag mal Cytec. Logitech. Ich weiß nicht, von wem es ist. Du bist Planespotter. Ich muss mal Bescheid sagen. Alex, ich werde auf sehr lange absehbare Zeit leider nicht mehr in Salzburg anfliegen. Deswegen hätte ich früher Bescheid sagen müssen. Schade. Aber du bist Planespotter. Geil. Ich höre da ein 600mm F4 Objektiv. Oder womit bist du unterwegs? Habe ich mal nach meinem Flug neben dich gestellt. Dabusch, das ist total in Ordnung. Total in Ordnung. So, dann haben wir es hier soweit. Der Tuck kann ran, sag ich mal. Kein Tuck da. Oh, das ist ja böse. Ist der X6 im Viertel bei dir auch so, dass er ein wenig schwerer geht und dann etwas zu leicht? Ja. Aber ich finde das Schwere, ich bewege den so langsam, dass er immer in diesem schweren Bereich ist. Und da finde ich den echt sehr gut regelbar, muss ich sagen. Gut, dann können wir schon mal loslegen. Engine 2. Start. Ja, ihr seht's, wir haben einen unsichtbaren Pushback-Truck heute. Hackbremse ist gelöst. Dann schieben wir uns hier nach links, dass wir so rum rausrollen können. Teilweise auch bei einer Stunde. Ja, also die knackigsten Turnarounds, die wir je geplant hatten, waren in Zürich 35 Minuten. Wir hatten damals wirklich in Zürich Turnaround mit 35 Minuten geplant. Krass, ne? Alex, du hast letztes Jahr erst angefangen, hab eine Lumix, also nichts Großes. Ah, okay. Aber trotzdem ein bisschen Zoom drauf wahrscheinlich. Als Spotter. ILS auf die Zero 5 Right nicht registriert. Okay, Dabosch, das kann ich dir nicht sagen. Ryanair 20 Minuten Turnaround, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die noch weniger.
Engine One Start. Das Wetter tunen wir ja eh noch, oder? Ich mach mal so ein paar Wolken wenigstens. So ganz ohne Wolken finde ich das immer so ein bisschen. So ein bisschen Romantik hier. Das Wetter für Hamburg machen wir uns ja noch richtig, richtig schlecht. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Cool, Alex. Cooles Hobby. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich snitch immer die 80D von deinem Dad. Die Canon? Nice. Upside down. Schöne Kam. Schöne Kamera. Aber wir hatten mal, sorry, das muss ich kurz erzählen. Das ist gerade völlig ab, aber wo es um Kameras geht. Wir waren ja 2018 in Namibia und da waren wir auf so einer, in so einer Lodge. Und da waren auch so ein paar Österreicher und diese Österreicher waren die absolut krassesten Ornithologen-Nerds, die ich je gesehen habe. Ja, beide diese, kennt ihr diese 600mm F4-Objektive? Das sind wirklich so eine Apparate, die kosten einen Kleinwagen. Die übelsten Kameras dran, das komplette Equipment. Zu zweit, zwei Paare, die Ladies von denen springen in den Pool, schwimmen da irgendwie rum, posieren. Zum Fotografieren der Ladies nehmen die Jungs ihr Handy. Wenn aber ein Vogel in der Nähe war, nehmen die das 25.000 Euro Kamera-Equipment. Just saying, man muss Prioritäten setzen. Fand ich lustig. After Sat Flow. Und Flight Control Check. Voll ab. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Julius, ich bin gleich bei dir. Ich muss noch ganz kurz die Afterstart Checklist lesen. NTIS ist auf ECAM Status. Checked. Trim. 30% set 0. Afterstart Checklist completed. Julius, vielen, vielen Dank für dein Follow. Im dritten Monat, ein Vierteljahr schon. Julius, vielen, vielen Dank für den Support. Ganz, ganz toll von dir. Ich wünsche dir frohe Ostern. Schön, dass du reinschaust. Und noch viel Spaß hier. So sind die Ösis eben. genau. Gut. Dann haben wir es soweit. Dann brauchen wir nur noch die Lichterchen. Und dann heißt es Clear Left Side. Clear Right Side. Und Taxi. Geht jetzt einmal rechts raus, ne? Und dann gleich wieder links und dann all the way down. Die Frau sieht man jeden Tag, die Vögel nicht. Ja, die Frau sieht den Vogel auch jeden Tag, denkt sie sich wahrscheinlich. Aber die waren schon krass. Die haben so eine App dabei gehabt, wo man die Vögel anhand deren Cheepens identifizieren könnte. Und sind dann immer durch die Bäume gekraxelt und haben versucht, da ihre Vögel zu... Die waren völlig krank. Habe ich noch nie gesehen. EDDH ist eine Base. Wessen Base ist EDDH? Achso. Hamburg war meine Base, falls es um mich geht. Slin! Hallöchen, mein Guter. Hallöchen, Slin. Frohe Ostern wünsche ich dir, Slin. Ich hoffe, du bist auch schon in den Osterfeiertagen angekommen. Und begleitest uns einfach noch auf unseren kurzen Flug, dass wir auch noch mal eine automatische Landung testen können. Flight Radar für Vogelliebhaber. So ungefähr. Nicht mehr? Ich bin nicht in Hamburg. Habe ich ja gesagt. Ich hatte gesagt, ich war mal in Hamburg stationiert. Ich wohne in Hamburg, aber ich bin nicht in Hamburg stationiert. Vorsicht bitte. Düsseldorf ist das Tor zur Welt. Ja. Doch einfach mal sagen, dass der Sim zurzeit nach dem Performance-Update echt Sahne läuft, oder? Das kommt mir nur so vor, aber gefühlt läuft er extrem gut. Ebenso, Dankeschön. Hatte 24 Stunden Dienst, das kannst du jetzt erst kommen. Oh weia. Apropos Düsseldorf. EDD Enhancement. Oh, ja. Ja, Düsseldorf wird aber auch nochmal so ein Airport, den wir uns auf jeden Fall leisten werden. Ist ja ein schöner Airport. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Beirut. Beirut ist ein cooles Ziel. Echt? Beirut? Ist so gar nicht meine Ecke.
Für die teuerste Lufthansa-Tochter, Evi. Wann bist du mal, um dich zu spotten nach Hamburg? Mich spotten in Hamburg? Schwierig. Bist du schon mal nach Sharm el-Sheikh geflogen? Ja. Hurghada, Sharm el-Sheikh bin ich auch schon angeflogen. Lange Flüge. Lange, lange Flüge. Oh. Dankeschön, Ace. Anzahlung für EDDL? So, wir ignorieren den einfach, ne? Gucken wir uns ein bisschen den Airport an, würde ich sagen. Der sieht ja auch wirklich schön hier aus. Elegant, oder? War das elegant? Vielen, vielen Dank, Ace, für 250 Bit. Wird direkt als Anzahlung genommen. Und Swiss Army sind wirklich besondere Flüge. Alle Flüge, die auf dem neuen Kontinent, sag ich mal, gehen, sind immer sehr besonders für einen Kurzstreckler wie mich. Deswegen. Wie viel Lecks habt ihr am Tag? Zwischen 1 und 5. Beziehungsweise, ich gehe ja auf Langstrecke, da wird es dann sehr wahrscheinlich ein Leck am Tag sein. Oh! Für Terminal A! Dankeschön! Oh oh. Für Terminal A in Edel. Oh oh. Jetzt geht's los. Dankeschön. Wird auf jeden Fall, Marcel, danke für 100 Bits, wird auf jeden Fall da genommen. Das Umschalten ist gut gelungen. Mozza! Hast aber genau aufgepasst. Ich wollte nicht, dass man sieht, dass wir durch das andere Flugzeug rollen. So, kurz vor der Kurve schaffen wir doch noch hier so ein bisschen was zu machen. Und dann geht's direkt rechts rum. Ich bin echt gespannt, wie der 380 wird. Wir haben 320. Erste Leck auf Einstrecke. Ein Leck auf Langstrecke erwischt. Eins Leck auf Langstrecke. I wish. Aquila, Dankeschön. Ich hoffe, wir können dir die Zeit ein bisschen angenehmer machen im Zwangshotel-Quarantäne-Layover. Das ist ja wirklich bitter. War ein harter Schnitt. Muss als Cutter noch üben. Ja, als Cutter muss ich definitiv üben. Peter, ich brauche noch viele Tipps als Cutter. Autopilot kann jeder. Ja, ist klar. Fünf Minuten schaffe ich. Dann machen wir hier oben die Cabin nochmal fertig. Before Takeoff Checklist. Before Takeoff Flight Controls. Checked. Flaps. 1 plus F. Takeoff Speeds Flex. 131, 132, 136. Flex 60. IK Memo. Takeoff No Blue. Down to the line. Und dann geht's direkt weiter. Below the line. Take off runway, runway 05 right, missile off full lengths, packs on engines, before takeoff checklist completed. Cabin crew, prepare for departure. Auf jeden Fall, schau jedes Mal deinen Stream. Oh, danke schön, Akila. Raps wäre stolz auf dich. Fifbert, moin! Frohe Ostern wünsche ich dir. Jürgen wäre stolz auf mich, meinst du? Ah, wäre natürlich eine Ehre gewesen, mal mit Jürgen zu fliegen. Jojo, ich habe deine Frage gelesen. Das ist eine ganz tolle Frage, um die für die Luft auch aufzuheben. Denn wir machen ja jetzt den Start. Das machen wir erstmal und dann geht's los sozusagen. Machen wir direkt einen Rolling Takeoff, würde ich sagen. Das stimmt, Sabza, ich erinnere mich. Takeoff! Manflex 60, SRS Runway, Autostrust Blue, Thrust Set. Ja, keine Ahnung, warum er jetzt in die Landing-Liste geht, das ist ganz komisch. 100 Knots ist checked. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich muss mich konzentrieren. Für die Punkte. V1. Ich kann's nicht aussprechen. Rotate. Lord Helmchen, meine Güte, Dankeschön. Bin überfordert. Positive Climb, Gear Up. Lord Helmchen, vielen, vielen, vielen Dank für den 10er. Meine Güte, vielen, vielen Dank für die Donation. Dann müssen wir ja jetzt quasi beim Stream morgen mal von richtigen Düsseldorf fliegen. Damit ist der Flughafen ja so langsam zusammen. Vielen, vielen Dank dafür. Werde ich gut für den Stream verwenden können. Und Dankeschön für den tollen Support. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Of course. So.
Trust, climb, climb, old blue auto trust. Topsa! Meine Güte! What is happening? Dankeschön! Topsa, vielen, vielen Dank für den 10er. Vom Kollege zu Kollege sozusagen. Vielen, vielen Dank für den tollen Support. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach Dankeschön. Jetzt ist Düsseldorf direkt safe, auf jeden Fall. Also morgen erster Flug auf jeden Fall von Düsseldorf. Wird natürlich direkt in den Stream investiert. Vielen, vielen Dank, Sapsa, für den tollen Support. Freut mich mega. Und schön, dass du auch bei uns bist. Fifbert, okay, bist gerade erst rein. Ja, kein Thema. Herzlich willkommen, Fifbert. Wenn du irgendwelche Fragen hast, lass mich das bitte wissen, ne? Manchmal ist nicht immer Zeit, aber oft nehme ich mir die einfach. Flap Zero. Welcome on board. On behalf of Riva Airlines, we wish you a pleasant stay. Ja, das haben wir gemacht. Sehr gerne. Dankeschön. Fifbert, Flug. Flug? Nee, andersrum. Fifberg, vielen, vielen Dank. Halbstream verpasst. Ach, das ist okay. Vielen, vielen Dank für euren Mega-Support. Mega gut. Und, Fifbert, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Wenn du Jürgen kennst, kennst du dich ja aus. Dann nicht mit zu vielen Fragen löchern. Und Christos, Flug, was willst du uns, was möchtest du uns mitteilen? Auf welchem Flug wir sind? Das muss ich nachher mal testen. Ja, wir hatten es beim ersten auch schon. Musst du an deine Links ran? Ja, Sekunde. Ich muss gleich einmal ausmachen, aber ich muss hier noch von Hand fliegen. Warte kurz. Warte. So. Noch nicht. So, ihr Hübschen. Meine bessere Hälfte musste wieder mal an die an die Sportklamotte. Lord Helmchen, du bist mal essen holen. Vielen, vielen Dank nochmal, Lord Helmchen. Und bis später. Lass es dir schmecken. Was gibt es denn? Düsseldorf wäre eher der Moser. Stimmt. Jojo, dankeschön für dein Follow. Jojo, herzlich willkommen. Lass mich noch 2 Minuten hier von Hand zu Ende fliegen. Und dann bin ich bei dir. Keine gute Disziplin, sobald man hier von Hand fliegt. Welcome on board. Seat, pass auf, ihr dürft auf jeden Fall ausstehen, obwohl ich von Hand fliege. Und das können wir resetten. Und dann passt es. Oh Gott, oh Gott. Lucky Luke. Hallo, Lucky Luke. Herzlich willkommen an Bord. Vielen, 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 vielen Dank für dein Follow. Such dir gerne einen Fensterplatz aus. Vielleicht den hier. Sieht ja super schön aus gerade draußen. Und mach's dir gemütlich bei uns an Bord. Wenn du eine Frage hast, lass es mich wissen. Ansonsten viel Spaß. Mach eine schöne Landung, sonst hast du einen Termin bei mir. Ja, wenn man gleichzeitig auch Flottenchef ist, das ist halt geil, ne? Weil sonst ist dir ein Kapitän ja disziplinarisch nie vorgesetzt. Als Flottenchef hast du ja wirklich was zu sagen. Das ist natürlich kacke. Hi! Ich finde es Zeit für deinen Haken. 124 Viewer. Oh, ich habe gar nicht reingeguckt. Ich habe es ja immer nicht angezeigt. Das freut mich natürlich, dass so viele da sind. Deep Diver, wichtiger ist, dass du hier bist und nicht, dass ich einen Haken habe. Herzlich willkommen, mein Guter. Und ich hoffe, du hast auch schon, bist schon ins Osterwochenende gestartet, sozusagen. Von Hand fliegen, aber dein Autoland, da freut sich der. Stimmt, Marcel. Ich koche Gyros komplett. Geil. Gyros komplett geht immer. Dankeschön für das Tutorial. Teffman, sehr, sehr gerne. Dankeschön für 100 Bits, sag ich. Dankeschön für das Tutorial, mega. Futur Eman. Vielen, vielen Dank für 100 Bits, Teffman. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass du was mitgekriegt hast. Müssen die Seatbelts an, wenn ihr manuell fliegt? Nee. Nee, Max. Müssen nicht. Ist aber... Ich würde es so machen, also ich würde sie anlassen, wenn, also es ist ja eigentlich beim Start realistisch und ich würde die Seatbelts einfach so lange anlassen, wie ich von Hand fliege, weil man ja vielleicht doch mal eine etwas ruckigere Bewegung macht als der Autopilot. Deswegen würde ich das machen. Ist aber nicht vorgeschrieben.
Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt nochmal von Hand, wenn wir schon bei der Landung vorletzen. Sinnvoller Gedankengang. Autopilot One. 5 Minuten um. So. Jojo. Ist es hart, Pilot zu werden? Ich habe damals sehr viel gelernt, ja. Ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe damals sehr viel Energie da reingesteckt. Ich habe damals alles mir zur Verfügung stehenden Stückchen an Energie da reingesteckt, damit das gut klappt, ja. Schon. Also auch die Ausbildung an sich ist sportlich. Wie gesagt, ich sage das ja immer ganz gerne, dass selbst in der Ausbildung noch viele abgelöst werden, relativ gerne. Viel Ehrgeiz. Ja. Viel durchhalten. Theorie ist ätzend. Theorie ist viel zu lernen. Heißt es halt wirklich mal ein Jahr no-lifen. Aber nicht no-lifen im Sinne von von die angenehmen Sachen machen, sondern die unangenehmen Sachen machen. Und so rückwirkend betrachtet hat es sehr lange gedauert, bis die Ausbildung richtig Bock gemacht hatte. Ja. Genau. Also es ist schon sportlich. Also es ist wirklich nicht unschaffbar. Aber es ist schon sportlicher. Ich hoffe, ich habe deinen Discord nicht allzu stark missbraucht. Deep Diver, das ist völlig in Ordnung. Alles gut. Das war wirklich nicht böse gemeint. Alles gut. Du hast es ja auch richtig verstanden. Von daher alles cool. Du würdest kein Medical bekommen. Das wäre ja dann vor dem Pilotswerden sozusagen. Das erste Mal Sim war ein Highlight. Dann kam es mir so richtig in Fahrt. Ja, da hat jeder einen anderen Moment. Bei mir war es das erste lange Solo. Ja, also in der Ausbildung ist es ja irgendwann so, dass du zum Stundensammeln auf deinen kleinen Fliegern einfach lange Solos fliegst, damit du Solo-Zeit kriegst und Solo-Meilen vor allem kriegst. Ja, das waren die ersten Flüge, die mir so richtig Spaß gemacht hatten. Also da bin ich schon 4 Monate geflogen und der erste Flug, wo ich richtig, richtig Spaß am Fliegen hatte, war nach 4 Monaten. Weil vorher, du bist nur am Machen. Das ist ja nicht so, dass du dich entspannt hinsetzt und ein bisschen nach links und mal ein bisschen nach rechts fliegst und du machst die ganze Zeit durchgehend was. Das ist halt echt krass. Und deswegen hat das lange gedauert und das hat mir das erste Mal richtig Spaß gemacht. Simulator vom Airliner. Ich habe damals noch ein Integrated Type Rating gemacht, also das voll integriert war. Das heißt, ich habe meine Unterlagen 2 Tage, bevor ich das erste Mal im Simulator war, bekommen. Ich musste auch quasi nichts lernen für die erste Sim-Session. Das war wirklich reinsetzen und machen. Es hat so mittelviel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und nachher, zum Ende des Type Ratings, hat das aber Bock gemacht im Sim. Das war schon cool. Ja. Also es ist beides. Es ist eine Menge Arbeit, aber hinten raus macht es dann auch Spaß. Wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, dann wird der Druck irgendwann ziemlich groß. Pilot werden ist einfacher, als Pilot arbeiten zu dürfen. Zu Konditionen, von denen man leben kann. Ja, das ist eine Aussage, die würde ich so nie treffen, auch wenn sie natürlich nichtsdestotrotz nicht unrichtig ist. Aber ich würde da anders rangehen. Aber grundlegend hast du recht, Fifthbird, ja. Ich würde gerne nochmal hochscrollen. Ich habe nämlich eine andere Frage irgendwo übersehen, wo ich auch gesagt habe, das machen wir im Flug. Und dann bin ich bei dir, Nemex. Wer hatte was gefragt? Warte mal. Ich habe mich an irgendeine Frage habe ich irgendwie noch im Kopf. Sekunde. Kampfjets? Nein. Hat derjenige Ausrufezeichen Frage benutzt? Nee, das hatten wir. Passival oder so? Irgendwer hatte noch eine Frage. Airline Command, bei der Wind meistens. Zersmaster, Kanan, irgendwo danach. Wartet. Turnaround-Zeiten. Ach, die Turnaround-Zeiten. Genau, auf die Turnaround-Zeiten wollte ich eigentlich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Oder Rico? Ich war das. Du hattest noch was gefragt. Rico, kannst du nochmal copy-pasten? Ach, die schwierigste Landung real. Ja, das war's. Turnaround-Zeiten hatten wir, schwierigste Landung real. Was ich in meinem ILS-Tutorial erzählt hatte, von den äußeren Umständen war die schwierigste zu antizipierende Landung war in Catania. Was hatten wir in Catania? Wir hatten in Catania eine fiese, positive Windshear.
Was ist eine Windschere? Eine Windschere ist, wenn sich der Wind plötzlich dreht. Was ist eine positive Windschere? Positiv ist, wenn er von Rückenwind auf Headwind, also auf Gegenwind dreht. Eigentlich die entspanntere Variante einer Windschere. Aber das war so krass, dass wir beim ersten Anflug, wir sind angeflogen, 50, 40, 30, idle, landen, dann kam die Windschere und dann sind wir mit idle wieder vom Boden weggestiegen. Hat er wieder 40, 50 und so weiter. Also du bist halt wirklich wieder vom Boden weggestiegen, obwohl die Triebwerke in Leerlauf waren. Halt einen Go-Round geflogen, das war halt anspruchsvoll zu fliegen, weil man die Nase so ein bisschen runternehmen muss, wirklich im Level über die Bahn gesegelt ist. Und dann kamen ja die Triebwerke erst und dann sind wir durchgestartet. Und halt super anspruchsvoll war, das beim zweiten Mal gut zu antizipieren. Wann ziehst du idle, damit der Flieger sich auch hinsetzt, weil sonst bist du ja in diesem Loop gefangen, dass du immer wieder wegschwebst von der Bahn. Hab in 60 Fuß mutig idle gezogen. Und zum Glück kam auch die Windschere, weil wenn die nicht gekommen wäre, wäre das der Einschlag meines Lebens gewesen. Aber das war somit technisch die anspruchsvollste Landung. Sonst vom Anflug her, Calvi auf jeden Fall. Calvi Circling 36 ist so die technisch schwierigste Landung, die ich gemacht habe. Genau. Nemex, rückwirkend auf deine Ausbildung betrachtet, wenn ein Vollblutzimmer eine Ausbildung starten würde, würde dem das leicht fallen? Nein. Würde auf keinen Fall leicht fallen. Dir bringt vieles von dem Wissen hier nicht so viel, wie es scheint. Dir bringt es hier null, dass du weißt, wie Funken funktioniert. Dir bringt es in deiner Ausbildung. Ihr müsst euch vorstellen, Ausbildung, also von 2,5 Jahren Ausbildung, guckt ihr 2 Jahre lang keinen Airliner an. Ne? Das heißt, alles, was du da so an Procedures und so kannst und weißt, bringt dir in der Ausbildung null. Das bringt dir nichts. Weil du machst es nicht. So, du fliegst halt wie FAA am Anfang. Du musst ja erstmal IFA lernen. Und wenn du IFA erstmal lernen musst, bringt dir das ganze Wissen so da nichts. In dem Sinne. Weil das kommt am Ende. Das wird auch nicht richtig gelehrt in dem Sinne. Viel Physik, es gibt alles mögliche. Es gibt tausende Fächer. So, du hast auf jeden Fall Vorteile, wenn du bestimmte Sachen schon weißt, wie sie funktionieren. Einfach, weil du dich gut beim Lernen vorbereiten kannst, was wichtig ist. Das ist genauso, Nemex, wie zum Beispiel in meiner Gruppe. Hatten wir einen mit dem PPL und einen Segelflieger. Ne, dann würde man ja auch meinen, Mensch, der ein PPL hat und schon 150 Stunden auf irgendeinem Muster, der ist doch unendlich viel besser als ich als Fußgänger, der noch nie ein kleines Flugzeug geflogen ist. Das hat 3 Wochen gedauert und dann waren wir fliegerisch auf dem gleichen Stand. Es geht einfach unfassbar schnell, sich da anzupassen. Und genauso ist es halt mit deinem Wissensvorsprung. Der wird von denen, die das nicht wissen, A, unfassbar schnell aufgeholt und B, bringt dir der nicht so viel, wie es scheint. Weil du musst dann doch wieder andere Sachen lernen. Also das ist natürlich nett. Vor allem ist es geil, um zum Beispiel seine Motivation im Bewerbungsgespräch zu verkaufen. Dafür ist es extrem geil, dass du so viel weißt. Einfach weil das extrem hoch für deine intrinsische Motivation, Pilot werden, zu werden, spricht. Ne? Weil sonst würdest du dich da ja nicht so viel damit beschäftigen. Und da hilft dir das Wissen am meisten. Wie viele ATPL-Fächer kannst du googeln? 13? 13 oder so? Müsste ich googeln, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe meine Frage nicht verpasst. Ich habe nicht mehr alle auf dem Schirm. Servus, eine Frage. Kann mir wer mit den Einstellungen helfen? Spiele mit Joystick. Bulli, komm doch ins Discord. Da wird dir am ehesten geholfen damit. Ausrufezeichen Discord. Bringt es was, wenn man vor der Autopilot schon was aus dem Sinn mitbringt? Jojo ist ja damit 1:1 beantwortet, ne? Genau. Tief Victoria, Tutri reit am Abend. So windig war es bisher selten. Windige, also sehr windige Landung hatte ich auch schon, aber da hatte ich immer Glück mit dem Wind. Also A, macht mir das Spaß mit dem Wind, das läuft auch relativ gut und ich hatte nie so richtig fiese Böen in Bodennähe. Das macht es ja eigentlich erst fies. Das reale Fliegen ist auf jeden Fall ganz anders als im Sim. Allein weil du schon immer zu zweit fliegst, Liftwiese. Der größte Unterschied ist, dass du zu zweit bist. Das ist der allergrößte Unterschied. Ach, du meinst Piloten bei der Entwicklung von Flugzeugen? Weil das CAT 2.3, das haben wir ausführlich gemacht und das andere auch. Matke, du hast jetzt die Frage gestellt, P
Piloten-Airlines bei der bei der Entwicklung von Flugzeugen, ob die mit einbezogen werden? Ja, auf jeden Fall. Also das machen dann aber eher so Testpiloten und so, ne? Irgendwer muss ja auch der Erste sein, der dann fliegt. Das sind Testpiloten vor allem dann, genau. Was war das Problem damals beim Fast Crash? War das eine Bodenböe? Da sind zwei Sachen zusammengekommen, Peter. Zum einen das ins Ruder treten. Wenn du ins Ruder trittst, machst du immer einen Roll-Moment. Das heißt, als der Flieger gerade getreten wurde, dann kommt schon die Fläche hoch. Und dann kam auch noch die Fläche hoch, wo die Böe drunter gefasst hat. Also zwei Probleme. Die Böe hat unter die Fläche gefasst und durch das gerade Treten des Fliegers kam die Fläche hoch und das wurde noch weiter verstärkt. Und deswegen ist der Flieger so rüber. Genau. Die hatten schon sehr ordentliche Gasts. Ja. Glaube ich. Schon mal in Innsbruck gelandet, Mozza? Nein. Ich darf nicht in Innsbruck landen, leider nein. Paul, du bist wieder da, wie schön. Sehr gut. So, dann würde ich mal kurz sagen, wir versuchen mal ein Wetter hier herzustellen, das so richtig kacke ist. Wie kriegen wir das dichteste Wetter hin? Habt ihr eine Idee? Bedeckt? Irgendwie so? Irgendwie so vielleicht. Wir gucken uns das mal an. Geht schon mal in den Descent. Hamburg ist ja alles entspannt. Hier in Norddeutschland ist ja nichts los. Naja, gehen wir erstmal auf Flight Level 100. Swiss Idle Open Descent Flight Level 100. Dann holen wir noch... Achso, wir haben ja eh Standardwetter, ne? Dann gebe ich das Standardwetter kurz ein. Schneebedeckt Nebel. Sieht gut bedeckt aus. Also so müsste es auch brutal bedeckt sein. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. So, es bleibt also Standardwetter 1013. Temperature 15. Wind haben wir quasi nicht. Mache ich jetzt einfach 0. Transition Altitude... 7000. Und wir probieren das mal mit Radio No. No Decision halt, das Beste, was der Flieger kann. Hamburg ILS 05 ist eingegeben. Frequenz ist jetzt auch drin, ausnahmsweise. Und warum auch immer. Alfham, Hoss. Fuß pro Minute, sieht gut aus. Und dann machen wir das einfach mal. Seit 2 Minuten wieder da, war kurz essen. Braucht man dafür eine Sonderschulung? Ja. Mozza, für Innsbruck braucht man eine Sonderschulung. Darf auch nur der Kapitän anfliegen, auch nur nachdem er im Simulator geübt hat und nach einem Einweisungsflug mit einem Ausbilder. Wenn man eigentlich in sowas wie Innsbruck nicht landen kann, was macht man, um es dürfen zu können als Pilot? Du kriegst eine Einweisung. Bitte mit starkem Wind. Mozza, das ist unrealistisch. Also, Crosswind... Oh, wir sind gar nicht auf die Minima eingegangen. Sorry. Max Crosswind, Autoland für den A320 sind 20 Knoten. Und Max Tailwind... sind 10 Knoten. Bringt nichts. Wir wollen Autoland probieren. Und da ist Sicht entscheiden. Genau. Genau. Aber Mozza, der kann auch Max, der kann auch super mit viel Wind landen. Habe ich bei mir im YouTube-Video ausprobiert. Mit 20 Knoten von der Seite. Macht er super. Macht der Flieger wirklich super. Zu lang, egal. Was ist Tail? Tail. T-A-I-L. Tail ist der Schwanz. Wie beim Tail eben. Rückenwind, Teppmann. Der Rückenwind ist es.
Wer in Bhutan landen kann, kann auch in Innsbruck landen. Wie ist es beim Descent bei deiner Airline, ja? Sinkt ihr Step by Step oder versucht ihr in einem Stück zu sinken? Ohne dass ihr weg das bekommt? Matke, man versucht möglichst gut zu antizipieren, wann man wo wie hoch sein kann oder muss. Und idealerweise so wenig Gas wie möglich zu geben. Also idealerweise würden wir versuchen, perfekt durchzusinken ohne Gas. Weißt du, wann Sachen aus der Experimental ungefähr in die Dev kommen? Das ist falsch rum, Paul. Die Sachen aus der Dev sind immer vorher in der Dev als in der Experimental. Das hatte ich aber auch mehrfach schon gesagt. Oder auf Madeira, ja. Genau. Also zum Fly-by-Wire. Die Dev-Version ist immer die neueste. Die Experimental ist ungefähr 12 Stunden, also ein Update meistens hinter der Dev und dann kommt die Stable. Sie heißt nur Experimental, weil sie ein eigenes Flugmodell, einen eigenen Autopiloten, einen eigenen Autostruss hat. Nicht, weil sie am weitesten ist. So, wir sind in den Wolken, dann fängst du ein bisschen an zu wackeln. Hab Fenster reserviert, da sehe ich nichts mehr. Und du siehst den Flügel noch. Peter, du siehst den Flügel noch. Matke, du bist erstmal weg. Vielen, vielen Dank für deine Frage. Vielleicht bist du ja zur Landung gleich wieder da. Einzige, was bei der Experimental vorneweg ist... Naja, es ist ja nicht mal vorneweg, es ist einfach anders, ne? Aber ja. Auch blöd, wenn der Flügel nicht mehr da wäre. Naja, zu sehen, meine ich. Es gibt schon so dicht Nebel, dass du ihn aus dem Cockpit nicht mehr siehst. Also das ist nicht perfekt getroffen. Wenn ich hier hinten rausgucke aus dem Cockpit, sehe ich den Flügel noch. Also von der Perspektive stimmt das nicht perfekt. Ich sehe hier so würde ich den Wing noch sehen. Es gibt so dichte Wolken und so dichtes Wetter, dass du hier hinten den Flügel nicht mehr siehst. Habe ich schon gesehen. Und hier ist es eine gute Sache. Machen wir einfach das ganze Programm an. Clear CVIs. Clear CVIs. Boah, voll den Strahlemann am Start hier. So, gehen wir schon mal auf 250 Knoten zurück. Und kann man das Autoland-Land eigentlich testen? Nee, geht hier nicht, ne? Na gut. Echt, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, die Experimental lässt sie testen. Nee. Nein. Backen die Flügel wirklich so sehr? Ja, die schwabbeln extrem. Also durch das, jetzt haben wir wirklich... gerade auch durch das Gewicht, ne? Die wiegen ja auch ziemlich viel, die Winglets. Dadurch schwabbeln die schon ziemlich. Den sollte man optimalerweise sehen, wenn ich... Deep Diver, ja, das darf ich tatsächlich arbeitgebertechnisch rückwirkend gar nicht so ausführlich erzählen, wie ich es schon getan habe. Ich kann den Flügel nicht mehr sehen, mach Fenster aus, wirf die Dreier, lass da raus. Natürlich wackeln die Flügel. Bei Flügeln tun sie es ja auch. Hm? Was sich bewegt, bricht nicht. Da haben sie ja wirklich Bedenken so ein bisschen bei der 8-7 und so, ne? Also alles, was so richtig aus Carbon gefertigt ist, weil das sich halt mit der Ermüdung anders verhält als Alu. Na, Alu hast du ja vorher so ein paar Risse drin. Und Carbon ist da relativ digital, was so die Belastung angeht. Das ist halt heile oder es ist zerbrochen. Ich habe gestern mal neben so einem Original Winglet gestanden, die sind riesig. Ja, ich glaube, 2,40 Meter, 2,44 sind die, glaube ich, hoch. Das habe ich irgendwo mal gelesen, müsste ich sonst noch mal reingucken. Aber die sind ziemlich hoch, ja. So, geht's weiter auf 3000 Fuß. Kunesh 1013. Wir haben natürlich wieder nicht umgestellt, weil es gar nicht geblinkt hat. Dann die Lichterchen an. Perfekt. Approach Phase aktivieren wir. So, No Decision Height ist drin. Ne? Das steht dann hier auch. Und hier rüber wird dann, wenn die Autopiloten dran sind. So, jetzt geht er schon rum. Das können wir doch gleich nutzen. Um Delta Hotel 257 zu fliegen. Ist ja nicht so, dass das immer nur ein Bug ist. Man kann das ja auch nutzen.
Muss man jetzt aber runter. Just a little bit of descent. Und dann geht's los. In Island war wieder ein Vulkanausbruch. Oder habe ich das in der Bildschirz? Das ist immer schwer zu sagen heute, ne? Ist das richtig, dass so starke Turbulenzen, also ich meine wirklich, ja, lächerlich sind für den Flieger? Naja, lächerlich nicht, aber der Flieger kann auf jeden Fall mehr ab, als man ihm zutraut, ja. Also der Flieger ist extrem robust gebaut, auch wenn er relativ grazil wirkt, sag ich mal. Also das Flugzeug kann Turbulenzen ab, die willst du nicht erleben. So, dann sind wir am Final. Quasi auf dem verlängerten Final, können uns alle schon mal angucken lassen. Ich würde sagen, weil wir jetzt die automatische Landung durchführen, bleiben auch auf der linken Seite. Ihr könnt gerne noch prädikten, wie der Autopilot landen wird. Was meint ihr? Und jetzt könnte ich es auch endlich schaffen, Montaro 87 endlich mal für sein Follow zu bedanken. Montaro, vielen, vielen Dank, das ist vorhin untergegangen. Ich danke dir sehr für dein Follow. Herzlich willkommen an Bord. Wenn du eine Frage haben solltest, lass es mich bitte, bitte wissen. Und sonst genießt die Autoland. Peter, du bist aber pessimistisch. Welcome on board. Können wir hier ein bisschen gucken? Sehen Sie nichts? Beja Bua! Das ist ja ein geiler Nick. Beja Bua! On behalf of Riva Airlines, we wish you a pleasant stay. Und Cosmo auch. Beja Bua und Cosmo. Ihr beiden, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Follows. Ich hoffe, ihr seid schon mental im Ostern oder habt zumindest frei. Schöne Grüße aus Niederösterreich. Schöne Grüße aus Hamburg nach Niederösterreich. Und wenn ihr beide vielleicht Fragen an mich habt, lasst es mich bitte wissen. Ansonsten viel Spaß bei der Autoland. Oh, jetzt hat er wieder. Ah, das ist natürlich ein bisschen ungeil jetzt, dass der Stress Level wieder so weit nach vorne ist. Ja, aber schaffen wir noch, Dicke. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr die Speedbrakes. Das war gemein. Einmal kurz nach vorne geguckt. Oder nach hinten geguckt. Sprich es bei Chibua. Alles klar. Bei Chibua. I try to. Wollte mal im MFS eine Autoland wirklich mit 0,0 weit machen. Ja. Ah, ja, mit dem Settings müssen wir mal gucken. Ich hab's auch noch nicht so richtig. Wieso hat er denn schon wieder? Das ist fast aber klar. Er ist aber auch eine Mimose zurzeit hier. A bissel a Mimose. Verhältnis Autoland zu Manualand? Super schlecht. Peter, es gibt so Phasen, da hat man mal so Nebellagen, einfach ganz Deutschland, sag ich mal, weil die Homebase ja offensichtlich in diesen Breitengraden ist, hat man dann einfach mal so Phasen, wo man sehr viele hintereinander macht, aber dann... Ich weiß nicht, wie viele Landungen ich im Jahr mache. Müsste ich mal ins Flugbuch gucken. Weiß ich wirklich überhaupt nicht. Aber es sind 2-3% oder so, sind vielleicht Autolands. Also der absolut kleinste Teil. Sergeant, justierst du die Vertical Speed im Descent je nach Geschwindigkeit? Sie baut ja stetig ab. Das ist richtig. Immer wieder mal, ja. Also jetzt nicht ständig, aber so alle 10.000 Fuß mal. Sergeant, richtig, ja, ist vollkommen richtig. Autobreak, oh, Autobreak. Super Hinweis, danke. Good guess, Marcel. Test, ich habe noch nie mit Witz gespendet. Nemex, du warst aber auch so schon so gut zu mir. Test, hab noch nie mit Witz gespendet. Dankeschön, Nemex, für 100 Witz. Vielen, vielen Dank für die Witz. Freue ich mich mega. Du hast auch so schon genug Geld gespendet, also dein Support ist eh großartig, von daher muss da gar nicht noch mehr rauf, aber vielen, vielen Dank für 100 Bits. Und Lukas Rupp, Lukas, willkommen bei unserer Autoland. Ich wünsche dir eine gute Zeit an Bord und lass mich bitte unbedingt wissen, wenn ich was für dich beantworten darf.
Wenn der Flieger typisch europäisch gebaut ist, dann hätte er bestimmt das Zweifache als Belastung von dem aus, was maximal angegeben ist. Ja. Das macht süchtig. Ja, weil der Ton so gut ist, ne? So, jetzt haben wir hier ILS Cut 1 stehen. Ja. Idealerweise würde ich da ja noch gerne was anderes stehen haben. Aber der kann jetzt nicht nur Cut 1 auf EDDH05, oder? Dann hätten wir jetzt nämlich ein richtig schönes Eigentor geschossen. Das kontrollieren wir mal gerade. Ja, gut. Dann würde ich sagen, maintain 3000 feet. Und wir gehen nochmal rechts raus. Ne, 05 hat nur Cut 1. Wieso sagt mir das keiner? 05 hat nur Cut 1. Wir müssen mal kurz umtunen. Gut, dass wir es gelesen haben. Da wird der Flug jetzt noch mal kurz länger. Na, Stanovaya. Das passt. Performance hat er auch behalten. Und jetzt passt es. Ja, die 2-3 kann alles. Wer in Hamburg in der 05 landen will, was? Jetzt würde man nie auf der 05 landen. Das ist doch Bullshit. Ich bin schon so oft auf der 05 gelandet. A320 wäre aber auch gelandet. Ja, nur nicht so, wie wir es demonstrieren wollen. Aber das habe ich wirklich nicht gesehen. Und wenn alles so offensichtlich ist, dann stellt sich immer noch die Frage, warum hat niemand mal was gesagt? Falcon BRB, herzlich willkommen an Bord. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Wenn du Fragen hast, lass es mich wissen. Ansonsten, genieß den kleinen verlängerten Flug, damit wir auch alles richtig machen hier vorne. Genau, 2-3 kann Cut 3 Bravo, die kann alles. Profi, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie wird die maximale Belastung überhaupt gemessen? Das muss ein Ingenieur fragen. Nimm die Reeperbahn. Da kannst du überall landen. Stimmt. Die ist immerhin lang genug. Das war ein Test. Nee, das war kein Test. Musst du nicht die Performance-Daten? Das Minimum müsste ich neu eingeben. Also das hier bleibt. Hier, das Minimum müsste ich eigentlich neu eingeben. Kann mal. Aber offensichtlich ist es auch noch drin. Genau. Schwarze Amsel, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Schön, dass du auch noch reinschaust. Ich wünsche dir auch ein frohes Osterfest. Ja, nee, nicht alle durchgefallen. Ich bin nur durchgefallen. Das hätte ich natürlich... Ich habe halt auch kein Briefing gemacht. Im Briefing fällt es halt idealerweise auf. Aber... Ja, ist ja auch nicht schlimm. Dann fliegen wir halt noch ein bisschen länger. 3000 Füße über die Stadt. Die Hamburger freuen sich. Stimmt. Aber das Hagel-Lärm-Beschwerden. Gibst du einfach No by Decision halt ein? Gib aber Yes. Also No ist das Beste, was der Flieger kann. Genau. Das ist keine Decision halt. Wann kommt das Tutorial auf YouTube? Autoland? Autoland ist schon da. Aber nicht so ausführlich wie hier. Ich versuche die YouTube-Videos möglichst praktisch zu halten. Ich glaube, diese theoretischen Ausflüge guckt sich auf YouTube einfach niemand an. Die Leute wollen wissen, wie geht Autoland und wie gebe ich das ein. Ich glaube, deswegen gucken Leute da Videos an. Der späte Vogel fängt den Wurm. Ebenfalls schöne Ostertage an alle. So ist es. Die späte Amsel, ne? In dem Fall. Du musst dir nachher erstmal das Hudson-Video angucken. Sehr gerne. Aber die können ja nicht sehen, wer gerade über ihnen fliegt. Stimmt, Rheingau. Die können nur sagen, dass das so ist, ne? Zum Glück siehst du in der dichten Suppe nicht, welche über den Speicherstadt bügelt.
So ist es. So, 050. Gehen wir das schon mal raus hier. Und dann drehen wir gleich ein. Gleich mal bei der DFS anrufen, beschweren, dass die Swiss Tupac Charlie sind, die über Ham geflogen ist. Ist okay. Wir sind nämlich heute eine Hour. Deswegen haben wir ausnahmsweise Glück. Aber Parsi, weil sonst würdest du uns schwer erwischen, das stimmt. Ist eigentlich unhöflich, wenn ich eine Frage, die du unabsichtlich übersehen hast, nochmal poste, will ich aufdringlich sein? Nein. Also wenn wirklich ein angemessener Zeitraum dazwischen vergeht, kannst du die ruhig nochmal stellen. Aber wenn irgendjemand was fragt und dann vier Zeilen später die gleiche Frage wieder stellt, dann denke ich mir schon. Ruhig, Brauner. Oder willst du das mit der maximalen Belastung haben? Weil das weiß ich einfach nicht. Da musst du wirklich einen Ingenieur fragen. David! Hi! 0404 bei CG. Das machst du ganz einfach. Kannst du dir sonst auch, David, einfach mal das YouTube-Video Colton Dark? Bei der Simbrief-Integration ist es drin. Du gehst einfach auf Init, Next Page und hier drückst du einfach auf den. Also hier 0404CG kannst du einfach rechts daneben auf den Knopf drücken und dann trägt er hier unten automatisch die Werte ein und dann nochmal drauf drücken und dann trägt das automatisch ein. That's my way of life. So mache ich das. Also das, was er automatisch vorgibt. Genau. Wir können mal gucken, wenn dann früher oder später alles so richtig ins Primary Flight DSP, würde ich gerade sagen, ins Electronic Flight Pack, also ins EFB integriert ist, dann können wir da das auch mal procedure-treu machen. Hast du versehen, dass man vernünftig tanken kann im EFB? Nee, ich nutze das Feature nie, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe gehört, dass es geht, aber ich habe es noch nie probiert oder gesehen. Nutzt man das? Also nutzt ihr das, das Feature? Wie heißt du? Riva. R3Is V2As. Ich schon, ja. Okay. Wobei, weil sonst immer, wenn ich mir das über Simbrief lade, dann hat er ja den korrekten Fuel drin. Und wenn ich neuen Flug mache, dann lade ich es neu. Kann's halt wie bei den IRS stellen, ob fest real oder instant. Ah, so aus Immersion-Gründen quasi. Einfach um so zu tun, als ob aufgetankt wird. Das verstehe ich. Weil sonst verstehe ich den Vorteil davon noch nicht. So Immersion, weil man sagt, das dauert, das verstehe ich. Hane Biebzel, Side-Trick bei Priority. Macht man hier an dem Knopf und hast dann einfach sicher die Kontrolle. Also du nimmst dem anderen sozusagen den Flieger weg. Der fliegende Yeti, ich wünsche dir auch einen guten Abend und Random Miller ebenso. Moin Jungs und Mädels, moin Random Miller. Ich hoffe, ihr seid schon gut in die Ostertage gestartet, dass es euch gut geht und willkommen zum Autoland-Test. Schau mal nach unter dem zweiten Tab. Ja, ich gucke mir das jetzt nicht an. Was ist eigentlich für eine Suppe? Luca, ja, wir wollen ja... Das sind keine Wolken, das sind Abwasserkanäle. wir müssen ja auch so tun, als ob wir wirklich nicht wissen. Wir wissen ja auch offensichtlich nicht, wo wir sind. Wir tun nicht nur, als ob wir das nicht wissen, sondern wir wissen ja auch wirklich nicht, wo wir sind, offensichtlich. Wie man bei dem ersten Bahnversuch sozusagen schon gesehen hat. Noch 220 Knoten zurück. Und dann mal gucken, wie wir das hier lotsenmäßig managen. 2-3 Intercept ist dann 260 idealerweise. EFB starten und schauen. Bei mir ist da noch Inop. Ging das Feuer bei dir? Du meinst... Nee, geht noch gar nicht. Der würde auch den Autopiloten disconnecten, ne? Macht die gerade den GA? Pilot Deviation, nein, auf die Ranvi 05 gibt es keinen K3 Bravo Approach. Deswegen haben wir auf die 2-3 umgeschwungen. Ich habe mich nicht mehr gewundert, weil hier oben stand nur K1 Approach, Ranvi 05 drin. Und dann war so, gibt es da überhaupt einen K3? Da habe ich reingeguckt und dann so, nein. habe ich wirklich nicht gewusst. Machst du Speed beim Approach nach Gefühl oder gibt es eine Faustregel? Deep Diver, es gibt eigentlich eine super Faustregel.
So 210, 220 Knoten. Sobald der Gleisslope reinläuft, sobald er exakt anfängt reinzulaufen, direkt 180 Knoten, Flaps 2, mit 180 Knoten Flaps 2 auf den Gleisslope und dann bist du perfekt konfiguriert sozusagen für deinen Anflug. Das mache ich eigentlich immer nach diesem Schema und das passt perfekt. Nee, unter Chrono hast du vorhin geleuchtet. Unter Chrono? Du meinst mit dem Testbutton? Ich weiß nicht, wovon du redest, Hanna Biebzel. Sorry. Wovon redest du? Also, Sidetrick ist Priority. Das war nur an. Das funktioniert nicht. Das ist nur an, weil der Testbutton an war. Du hast hier oben so einen Testbutton, der alle Lichter anmacht. Und deswegen steht dann hier logischerweise, dass das geht. Aber das lag nur am Testbutton. So, Katri Single, genauso soll es sein. Gleitstop läuft rein. Wir gehen mal zurück auf 180 Knoten. Flaps 1. Autopilot 2 kommt dazu. Jetzt steht hier Katri Dual, Autopilot 1 und 2. Genauso soll es sein. Und wo bin ich jetzt? Lady Diamond! Ich kann keine Punkte mehr abfliegen, nur noch direkt. Oh, das weiß ich auch nicht. Lady... Flaps 2, Entschuldigung. Lady Diamond, erstmal trotzdem herzlich willkommen und frohe Ostern wünsche ich dir. Und ich weiß es leider nicht. Warum zeigt er bei mir Climb Toe gar nicht mehr an? I don't know. Welcome on board. On behalf of Riva. Apropos Speed beim Gleitstop. Ja, wenn ich Speedmanage fliege, macht er das auch automatisch. Ja. Ja, aber dann fliegt der Green Dot S und F Speed. Ich bin Kontrollnerd. Ich will das immer selber machen. Genau. 210. Gleitstop Diamanten kommt 180 und Flaps 2. Und wann geht man Speed Managed? Genau, wenn du jetzt den Gleitstop hast, gehst du auf Speed Managed. Dann sinkt er jetzt mit ungefähr 180 Knoten einfach auf den Gleitstop weiter. So. Mist Approach Altitude wären 4000 Fuß. Können wir auch eindrehen. Dann das nächste, was wir angucken, ist hier oben, was sich wirklich 2500. Ändert. 2500 ist checked, dass er in den Land-Mode geht. Der kommt spätestens bei 350 Fuß, steht in der grünen Land. Dann sagen wir einfach nur Land, also so wie es da steht. Das heißt, dass der Flieger vorbereitet ist für die Landung. Das muss auf jeden Fall kommen. Mit Kontrolle fliegt Airbus. Luca. lass mich in Ruhe. Sorry für die dumme Frage. Nein, alles gut, Hanne Biebse. Ich musste nur nachvollziehen, wo es bei dir hakt. Da hatte ich Probleme. Alles gut, die Frage war nicht dumm. Meine Mutter hat mir gerade nicht geglaubt, dass du live bist. Das ist doch kein Weihnachtsschmuck. Das ist eine Streamingpflanze. Erzähl deiner Mutti, dass das eine Streamingpflanze ist. Komisch irgendwie. Ich kann es dir auch nicht sagen. Achso, und Flaps 1? Ja. Bei Green Dot sozusagen. Gear down. Hab ich gemacht. Sehr geil. Und dann geht's direkt weiter. Flaps 3. Flaps full. Was wir auch noch gemacht hätten, erstmal die Landing Checklist, IKA Memo Landing No Blue. Wir hätten auch noch eine Ansage an die Passagiere gemacht, dass die doch bitte ihr Use of Personal Electronic Devices bitte einschränken sollen. Also die Tablets und so weiter müssen aus. Wann gehst du managed? Nicht auf die 220 Knoten? Gar nicht. Du hast doch eben genau gesehen, wie ich es gemacht habe, Deep Diver. Genau so mache ich es aus, sonst guckst du es dir im Bot nochmal an. Eben, also wir haben es genau so gemacht, wie beschrieben. Ich mache das selected. Ich mache das nicht managed. Ground Control bleibt den ganzen Flug an. Hannibibse, das geht eigentlich aus. 1000 ist checked. Wir sind schon ein bisschen neben dem Localizer, ne? Wir sind doch noch im Lockstar. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt.
Ah, wir gucken uns das mal an. Also eigentlich sollte hier Lok stehen und nicht Lokstar. Also wir sind schon ein bisschen daneben. Aber es sieht sehr geil aus, oder? Mal sagen, dass das sehr geil aussieht. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken uns das mal an. Er hat den Localizer nicht so richtig, ne? So, hier muss jetzt Land stehen gleich. Also jetzt dürfte es keine automatische Landung geben. Okay, es dürfte keine automatische Landung, weil er hier nicht im Land-Mode ist. Also der Flieger ist nicht im Land-Mode, deswegen kann es eigentlich nicht gehen. 200. Wir gucken mal, was er macht. Hundred above gibt's auch nicht. 20. Ja, ist kein Flare Mode. Go around. Mentoga SAS, go around check. So unschön das aussieht, würde man tatsächlich so fliegen, muss er halt durch. Flaps 3 und Positive Climb, Gear Up. Also ihr habt gesehen, wenn die Modes nicht kommen, kommen die Modes nicht. Wir probieren es mal nochmal. Ich kann euch nicht sagen, warum nicht. Manual Flight. Oh, kurz mit Manual Thrust. Hello. Achso, weil er ein Toga ist. Und dann gehen wir mal gleich wieder links rum auf 3000 Fuß. Also wir probieren es mal nochmal. Wir versuchen ihn mal noch sauberer auf den Localizer zu schieben. Na, schon. So, jetzt. Flaps 1. Aber es war richtig. Also er hat alles richtig gemacht. Ne, so blöd ist jetzt die Abweichung über ein Viertel Localizer. Das kommt jetzt gar nicht zum Tragen. Warum kommt das gar nicht erst zum Tragen? Weil wir, weil die ganzen Modes davor ja nicht da waren. Was fliege ich denn zusammen hier? So, Sekunde. Ich hab's gleich. Ich fliege jetzt Heading 050 in 3000 Fuß mit, sagen wir mal 180 Knoten. Oder 190. Das machen wir mal aus. So. Wollen wir den Flieger mal kurz auf? So. Ein bisschen nach rechts. So, dann machen wir das jetzt mit, sagen wir 200 Knoten. Dann können wir das ruhig im Flaps 1 fliegen. Machen Heading, sagen Autopilot 1. Klicken kommt immer schon so früh. Gut. Also es kann nur an dem Lockstar-Mode gelegen haben. Es kann eigentlich an nichts anderem gelegen haben. Ich wüsste nicht, warum er das sonst nicht gemacht hätte. Es kann nur daran gelegen haben, dass er den Lockstar-Mode nicht hatte. Also wir probieren es nochmal, wenn es jetzt beim zweiten auch nicht geht. Was ist Autopilot 2 aktivieren? Nein, Chefman. Autopilot 2 war an und die Approach-Phase war auch an. Sonst wäre die Approach-Phase nicht an, wäre er ja nicht langsamer geworden. Dann würde er ja 250 Knoten fliegen. Nein, aber ihr habt ja gesehen, er ist auch nicht in den Land-Mode gegangen. Ne? Wenn er nicht in den Land-Mode geht, dann war es genau richtig, dann kann er das nicht. Irgendwas an dem Localizer ist komisch, da captured er bei mir auch nie. Vielleicht liegt es an der Scenery. Im Video hat er es gut gemacht. Ja, das war aber auch in München, Christian. Vielleicht liegt es hier auch irgendwie am Localizer von der Scenery. Das kann ich natürlich nicht sagen. Du fliegst mit der Standard. Ah, okay. Kann ich euch natürlich nicht sagen. Im Video hat er es fantastisch gemacht. Also das, im Video war es fantastisch. Wir gucken mal. Ich habe ihn manuell auf den Localizer gebracht und dann hat er Lock genommen. Ohne Max, das ist eine gute Idee. Dann machen wir das jetzt auch. Dann fliegen wir einfach manuell auf den Localizer. Flieger ist wieder aufgeräumt. Und dann aktivieren wir es einfach. Und sonst von den Modes war es aber wirklich komplett richtig, ne? Solange der Flieger nicht bei spätestens 350 Fuß in den Land-Mode geht, ist der Flieger nicht für die Landung vorbereitet. Also dann kann er es auch nicht.
Das war immerhin richtig. Kann man Autopilot 1 und 2 nur beim Approach zusammen anmachen? Ja. Sobald der Approach-Mode aktiviert ist, kannst du Autopilot 1 und 2 zusammen anmachen. Aber nur dann. Warum eigentlich zwei Autopiloten? Deep Diver, guck dir doch gerne nochmal das Tutorial im WOD an. Und er ist auf Lert gesprungen. Nemex, dann sollte er es machen. Dann sollte er es machen. Dann sollte er es definitiv machen. Ich gebe denen jetzt Mühe mehr Zeit, dass wir halt sauber auf den Localizer fliegen können. Dann machen wir das noch von Hand. Oder hier jetzt eben so mit Autopilot. Sorry, im wo? Im Video on Demand. Also das haben wir heute im Tutorial mehrfach besprochen, warum es zwei Autopiloten gibt. Und da 90% das hier wissen und gehört haben, bringt das gerade relativ wenigen was, wenn ich das nochmal erzähle. Machen wir jetzt gleich mal langsam mit Flaps 2. Flaps 2. Watchfest ist active, das passt. Autobrake wieder medium. Bin gelandet, hat super geklappt, war hinter dir. Okay, dann lag es wirklich an dem Lockstar. Dann kann es eigentlich nur daran gelegen haben. Wie mache ich das? Bin noch ein bisschen neu bei Twitch. Du klickst einfach quasi auf mein nettes Logo und dann sind da ja alle Videos gespeichert, die du hattest. Und da ist auch das Video von heute komplett gespeichert. Und dann spulst du dir einfach mal ein bisschen vor zum Tutorial und da kannst du dann das eigentlich ganz gut angucken. So, gucken wir mal. Ja, muss das langsam passen. Das gibt es leider nicht. Nebel gibt es nur für Cloud Layer. Ja. Jetzt habe ich schon wieder so einen sportlichen Intercept. So, wir sind ja schon langsam. So, jetzt hätten wir so einen typischen 30-Grad-Intercept und dann kommt der Localizer jetzt auch jeden Moment rein, nehme ich an. Da ist er. Da ist er, der Schlingel. Immer wenn wir jetzt direkt drauf sind. Ich sehe den Glide-Slope. Autopilot 2. Mal gucken, wie er sich jetzt schnappt. Wenn es nicht geht, fliegen wir den gleich von Hand nochmal komplett drauf. Und versuchen es dann nochmal zu aktivieren. Glide-Slope. Macht er das echt nicht? Das wäre ja bitter. Ah, jetzt. Jetzt hat er's. Glide-Slope Lock. Katri Dual Autopilot 1 and 2. Jetzt bin ich zuversichtlich. Was ist der Unterschied zwischen Lock und Lockstar? Luca, Lockstar ist der Capture Mode. Das heißt, solange da Lockstar steht, ist er in dem Modus, um zu versuchen, dass er den Localizer fängt. Und wenn er den intercepted und gefangen hat, so wie jetzt, dann geht er in Lock Mode. Das heißt, er ist drauf und hält den. Das ist der Unterschied. So. In Hamburg hat er echt Probleme mit dem Capture. Ja. Gut, dann konfigurieren wir mal weiter. Get down. Flaps 3. Flaps full. Hopp, hopp. Perfekt. Landing Checklist. IK Memo Landing No Blue.
Und dann müsste er es jetzt richtig machen. Jetzt bin ich auch zuversichtlich. Autobrake haben wir gemacht. Die geht ja aus nach dem Aufsetzen. Also jetzt sollte es gut funktionieren. So, da vorne kommt die Bahn. Lässt man bei der Landung die Anti-Size die ganze Zeit an? Kann man anlassen, ja. Wenn du Icing am Boden hast, dann lässt du es die ganze Zeit an. Lift Rasier, du machst dein Anti-Ice erst aus, kurz bevor du die Engines ausschaltest. Genau. Wing Anti-Ice am Boden bringt halt so mittelmäßig viel. Aber ich will es jetzt auch nicht ausmachen, weil ich nicht weiß, ob der Flieger dann wieder rumheult. 1000 ist checked. Bahn direkt vor uns. Und jetzt muss er es machen. Jetzt muss er auch in den Land-Mode gehen. Mal ein bisschen größer machen. Hilft das? So ein bisschen, ne? Zumindest nur kurz. Das würde dann, wie gesagt, spätestens bei 350 Fuß muss es da stehen. Landing In-App haben wir. Das geht auch ohne, ne? Ohne sieht besser aus. Oh, muss man wieder neu predikten? Schnell predikten. 500. Die Stimmen sind auch ein bisschen lauter geworden, oder? Gefühlt. 400. Jetzt. Hier steht Land. Genauso muss es sein. Land. 300. Hand am Throttle. Am Throttle. Am Thrustlever. Und jetzt macht er auch die Landung auf jeden Fall. 200. Gucken wir mal, was passiert. 100. Oh, das wird nicht schön. Wer jetzt im Gleis hinterher und jetzt zu spät die Nase runternimmt, wahrscheinlich. 100 above. 50. 40. Flare. 30. Perfekt. 20. Retard. Retard machen wir. Retard. Rollout. Spoilers, Reverse Green, Diesel. Traumlandung vom Autopiloten.